Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zu einer unvergesslichen Erfahrung. Einer Internetsendung, die Ihnen die Testikel und Klitoren brechen wird. Wenn sie endet, werden Sie winseln und darum bitten, dass Ihnen das Kranium entfernt werden möge. Doch nun kneifen Sie zunächst Ihren Gluteus Maximus zusammen und schlagen Sie Ihre Handflächen aneinander. Willkommen zur Tom und Torben Show. Und wir sind drauf und damit hallo und herzlich willkommen und moin aus Oldenburg zur 50. Tom und Torben Show. Ja, die Nummer 5.0. Und es ist nicht nur die Nummer 5.0, nein, wir werden jetzt in diesen Tagen, also eigentlich am 1. April, aber ist egal, wir feiern vor, fucking 15 Jahre alt. Ja, 15 Jahre Rumblebeast 666 und die Welt steht noch. Ich weiß zwar nicht warum. Aber es ist mir auch egal und hiermit begrüße ich meine wunderbaren Mitmoderatoren Mirko und Torben. Warte mal, das würde ja bedeuten, dass wenn ich, als wir angefangen haben, ja, eine Dreijährige adoptiert hätte, dann könnte ich sie jetzt knallen. Ja, theoretisch, ja. Ist nicht nur Theorie, deswegen frage ich. Ja. Ja, also was ihr vorher wissen müsst, ist, dass heute funktioniert alles technisch wunderbar. Also, da bin ich, das wäre das erste Mal in 15 Jahren. Ja, das, ja, tatsächlich. Das wäre tatsächlich das erste Mal in 15 Jahren, dass überhaupt nichts technisch Beschissenes passiert. Aber ich bin guter Dinge. Ich habe hier sogar, ja, ich kann sogar hier filmen. Ja. Also, falls wir Mirko ausblenden müssen, versuche ich mal hier, guck. Aber wir können ihn natürlich auch ein bisschen größer ziehen. Er ist heute ein bisschen kamerascheu. Ich weiß zwar nicht, warum er dann einen Livestream machen wollte, aber... Ich wollte nicht! Ach ja, stimmt. Vergesse ich immer, dass er das ja überhaupt nicht will. Er besteht da eigentlich drauf wo seit ist vielen Jahren. Wo ist mein Buzzer? Dein Buzzer! Den kriegst du nicht, du nervst da damit. Der ist da ganz oben, aber du nervst damit. Ja. Ja, aber dann könnte ich ja die Bierflasche mal dagegen schmeißen, oder? Was meinst du? Ja, bloß nicht. So, das mache ich jetzt mal aus. Wir haben auch noch hier, guck mal hier, eine Übersicht. Hallo! Hier oben sind wir. Das letzte Mal, als ich das ausprobiert habe, ist mein Mikrofon ausgegangen. Ich weiß nicht warum. Aber weil du dumm bist. Sag mal, hört ihr hier unsere Stimmen jeweils einzeln oder wieder aus dieser Ecke da? So, weil ich glaube nicht, dass die funktionieren. Irgendwas muss mit schief laufen. Mit wem sprichst du jetzt? Mit uns beiden? Mit euch rede ich bestimmt nicht. Ich habe die Dinger sogar auf Mono gestellt. Ja, das ist ja auch voll interessant für die Leute, wie wir jetzt über nicht existierende technische Probleme sprechen. Aber es ist tatsächlich eine Premiere für uns. Also wir wollen wirklich mal eine Show ohne technische Probleme machen. Wie ihr gesehen habt, haben wir sogar eine Transition. Nee, habt ihr das gerade gesehen? Eine Transition. Das stimmt doch nicht. Wirklich. Ich werde euch mal einblenden. Wir beide wollten immer eine Show ohne technische Probleme. Ja, ich wollte sagen. Und wieder zurück. Vielen Dank auch. Ich warte seit 15 Jahren drauf. AI ist echt beängstigend. Ja, so sieht es nämlich aus. Ach ja, den Olaf am Anfang habt ihr auch gehört. Dazu habe ich auch gleich noch eine einigermaßen witzige Geschichte. Aber der Mann macht für Geld alles. Der Mann macht tatsächlich inzwischen für Geld alles, damit er noch einen Job bekommt. Ja, so, wen haben wir denn da? Jakespeare 711, Silvio D., Rombell, Miss Rion, Wood Settler, Drake 7 Dragon, Entschuldigung, 7 Drake 7, Clap Trap und Maria Ruby Rose. Und viele andere ist auch fies, ne? COB Freak ist dabei. Und Emanuel. Ja, sehr schön. Hi. Ja, ihr habt es mal wieder geschafft, live dabei zu sein. Manche sind das erste Mal da. Wir beglückwünschen euch sehr du zu dieser tollen Erfahrung. Ich bin leider ein bisschen, man merkt es vielleicht auch, ein bisschen müde noch, weil ich nicht so gut geschlafen habe. Aber. Brot. Und jetzt habe ich tatsächlich kurz bevor wir anfangen wollten, habe ich eine kleine Müdigkeitsphase gekriegt. Aber das ist nicht so schlimm. Das wird noch. Wir kennen das. Das ist bestimmt so ein Trinkspiel. Was? Jedes Mal, wenn du Brot sagst, müssen die einen wegziehen. Ja, könntest du mal ein bisschen das Ding da hochziehen. Brot. Hi, Toshiba Fanboy. Jesus ist gestorben, damit ihr streamen könnt. Ja, super, danke. So ist es nämlich. ganz wichtig ist, heute bitte nicht tanzen. Ja, also ihr wisst, also bei uns tanzt man dann auch immer ganz viel und so. Oder man guckt so Filme wie Das Leben des Brian oder so. Alles verboten heute. Das ist aber nicht ganz korrekt. Tanzverbot. Nein, tanzen darfst du. Es kann dir keiner verbieten, in der Wohnung selbst zu tanzen. Es kann nur dir verboten werden vom Staat, dass du in der Disse oder irgendwo anders tanzt, weil da ist das Tanzverbot. Nicht in deiner Wohnung, du Vogel. Ich wollte gerade sagen, wenn es so weit ist. Ernsthaft?
Ist so. Wenn ich jetzt hier tanze, kommt doch keiner. Danke, dass du mich auch Du hast überhaupt keine Ahnung von irgendwie Rechtsprechung oder sonstiges. Das Schlimmste daran ist, dass du in diesem Land sogar noch länger lebst als ich, aber... Ja, was? Ja, was? Willst du mir jetzt wieder mit Wüstenjäger fahren oder irgendwie Scheiß? Thomas Mühle, hier ist ein Spendenstream für Koks. Ja, so sieht's nämlich aus. Leider sind wir ein paar Tage zu früh. Sonst hätten wir hier echt einen Joint durchgezogen. Also nicht ich, aber Mirko vielleicht? Weiß nicht, würdest du das mitmachen? Wir haben im Live-Stream, du dämliches Arschloch, gesagt, sobald es legalisiert ist, werden wir eine Folge machen, wo wir alle drei irgendwie einen Joint uns teilen und das einmal ausprobieren. Und jetzt bist du derjenige wieder, der sagt, oh, nee, ich zieh mich da zurück, oh, ich bin so ängstlich, ich will das nicht und bla bla. Ja, also das Problem ist ja, ich hab ja gar nicht. Besorgt doch was. Deswegen habe ich einen Vaporisierer. Werde ich einen Vaporisierer besorgen? Ach so, und dann stinkt das hier auch nicht? Nein, nicht so. Nicht so, das heißt, bei der nächsten Tom und Tom Show, bei der 51. Tom und Tom Show ziehen wir einen durch, oder was? Wir müssen das Glas erstmal haben. Oh Gott, das dauert noch 3 Monate. Bis das gewachsen ist, oder was? Ja. Aber du kannst auch Mitglied in so einem Club werden. Das dann besorgen. In 4 Monaten kann ich das, ja. Ach, das dauert mir alles viel zu lange. Du findest ja immer Ausreden. Immer. Um Ausreden musst du nicht verlegen. Aber Leute, und das wird bestimmt was Großes in Deutschland, das sage ich euch. Was? Ab 1.4. ist das ja teillegalisiert, dann darfst du es ja dir reinziehen. U-Bahn. Aber erst in der Fußgängerzone, erst nach 20 Uhr. Und ich sag dir eins, das wird... Das hält doch keiner. Montagmorgen wird um 20 Uhr die Leute auf die Straße gehen und da einen ballern. Ich sag euch das wird voll der Anblick werden. Das wird so geil. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, man darf gespannt sein. Okay. Leute, die erste Frage kommt wie immer von euch. Haut raus. Moin, moin, Jungs. Also bei uns im Norden sagt man, wer moin, moin sagt, der quatscht so viel. Ja, ist ein Schnacker. Wollte ich nur gesagt haben, ne? Also kein Diss oder so. Alles gut. Seit wann ist das kein Diss von dir, wenn du sowas sagst? Ihr stellt mal eine Frage. Okay. Ich stelle mal eine Frage. Ich bin echt müde. Ich witzigerweise auch. Das liegt bestimmt am Wetter. Und ich habe jetzt Urlaub. Mir ist das scheißegal. Rombell, du hast dir doch so ein Makro eingerichtet, dass du nur noch mit einem Tastendruck diese Frage stellen kannst, oder? Rombell, das kann doch sonst gar nicht anders möglich sein. Jetzt werden wir nordlicher wir gemobbt. Ja? Die zweite Frage, die dritte finde ich besser. Nee, also den Stuhlgang finde ich gut. Mein letzter Stuhlgang war vor 1,5 Jahren. Und er war so wie von einer Maus oder einer Ratte. Seitdem sammle ich. Boah. So, wie geht's denn deiner neuen Pflegerin? Meiner Pflegerin? Ist die Frage. Ja, sag. Meine Pflegerin, die guckt einmal in der Woche nach mir und mich aufgehängt hab. Sie heißt Susi, 120 Kilo, 56, raucht wie ein Schlot. Und sagte mal, na mein Jörg, lebst du noch? Gott. Habt ihr eigentlich was zu verlosen oder so? Ja, mein Freund. Ja, okay. Können wir weil das passt dann vielleicht auch. Wir machen noch so ein kleines Quiz hier. Ja, ihr müsst ja raten, wie lang der ist. Dann dürft ihr ihn haben. Weil ist ja bald Ostern. Also im Grunde ist ja heute Karfreitag, ne? Also lange dauert es nicht mehr. Und ich habe hier ein paar Eier versteckt. Und ihr müsst sagen, wie viele Eier sich in diesem Raum befinden. 6. Ja, nee. Nee? Nee. Stimmt, 5. Entschuldige, Mirko. Nein. Boah, krieg ich den Buzzer Brot. Thomas Dostojewski gelesen. Nee. Ich glaube nicht. Was ist das nochmal? Krieg und Frieden oder was? Das war Tolstoi. Stimmt, hast recht. Außerdem liest der nichts. So warum fragst du mich das nach? Sein Name klingt es ja gar nicht, ehrlich gesagt. Er beschreibt über 15 Seiten eine Tapete. Oder eine Tapete. Und Dostojewski ist bestimmt das Gleiche, weil der ist bestimmt aus dem gleichen Land. Ja. Ach, bestimmt. Also die sind auch alle gleich. Ja, die sehen auch alle gleich aus. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass sie alle so einen Kanisterkopf haben? Ja, ist es mir. Das ein paar schon. Aber wir kommen natürlich auch aus der Ecke und sind auch ein bisschen kanisterig drauf. Komm, du schaffst es immer. Ich weiß auch nicht, wie du das schaffst und warum vor allem. Aber du schaffst es immer irgendwie. Ne? Ich muss mich abstützen. Guck mal hier, mit einem Finger habe ich es gerichtet. Du bist der Größte. Genau, hier, Brüder
Karamals. Die wollte ich nämlich auch schon mal lesen. Und da geht es bestimmt auch um uns. Also um uns, meine ich jetzt. Ich wollte mal Lovecraft lesen, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich müsste ein Guthaben dafür ausgeben. Das ist eine Menge wert und deren scheiß Bücher gehen immer nur, weiß ich nicht, 2-3 Stunden. Das lohnt sich nicht. Jena, ich glaube, wir haben das verstanden. Also das sind nicht die gleichen. Das ist auch nicht die ein und dieselbe Person. Obwohl, wahrscheinlich schon. Aber mir müsste man das einfach beweisen, dass das nicht ein und dieselbe Person ist. Ach, Dostojewski. Ich dachte immer, der heißt Dr. Jewski. Dr. Er ist mein Physiotherapeut. Ich sag mal, wenn das schon so anfängt, dann wird es heute richtig. Stell dir mal vor, der wäre Doktor. Wie bescheuert würde das klingen? Also pass auf. Mikko, wenn du das aussprechen kannst, hast du gewonnen. Ich muss euch... Kann ich nicht, bin ich Neger. Ich muss ganz am Anfang mal eben kurz die witzige, dazu passende Geschichte erzählen. Und wozu? Passend. So wissen wir, müsst ihr gleich sehen. Sehen oder hören? Ja, pass auf. Also, wir hatten ja letztes Mal gesagt, wir würden unheimlich gerne jedes Mal jemand anderen unsere Show ansagen lassen. Irgendeine Berühmtheit und so. Ja. Tot oder lebendig. So. Ja, geht natürlich heute alles mit AI und so. Diesmal war der Olaf dran. Und letztes Mal haben wir uns noch hingesetzt und witzig, wie wir sind, voll des guten Weines, wie man so schön sagt, noch ein bisschen an Hitlerreden rumgeschraubt und so. Und da haben wir uns dann einen richtig schönen Text vorlesen lassen. Ja, aber das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Er kopiert ja Stimmen immer hundertprozentig, muss man sagen. Ja. Aber bei der haben wir es zigmal probiert und das hat er nicht gemacht. Vielleicht hat er so einen Filter drin. Ja, also man weiß es nicht genau. Bestimmt. Aber es ist schon auffällig gewesen. Ja. Aber wir haben es dann so ein bisschen hingekriegt, also es war gar nicht schlecht. Jetzt klingt so ein bisschen wie das Endspiel. Wann war das? 54? Ja, irgendwie so. Ist auch egal. Also das ist eine Vorgeschichte, ja. Jetzt kommt der Hammer. Und zwar habe ich dann gedacht, nee, kannst du nicht machen. Das ist zwar echt lustig, aber komm, man kann es auch übertreiben. Wenn der Typ eine Spaßbremse ist, nehmen wir mal Trump. Ne? Also habe ich mir so ein paar Trump-Interviews besorgt und so ein paar Trump-Reden und so und habe dann eine richtig schöne Stimme daraus mixen. Da sagt mir 11 Labs hier, dieses AI-Programm doch tatsächlich, diese Stimme ist blockiert. Wenn Sie das nochmal machen, blockieren wir Ihren Account. So. Tja, ja. Last week? What? Was ist jetzt denn los? Ich nehme mal an, er hat selber blockieren lassen. Kann man wahrscheinlich auch. Nein, er ist ein hochrangiger Politiker und wahrscheinlich das und das. Und es gibt Länder, die verstehen damit keinen Spaß, weil damit Schindluder getrieben werden kann und die ganze Bevölkerung aufbringen kann. Deswegen ist sowas wahrscheinlich gesperrt. Frohe Osterwolle. Ja, es ist schon komisch. Ich glaube, das wird aber auch immer mehr. Also, dass tatsächlich Stimmenmuster erkannt werden, die dann blockiert werden. Ich glaube, bei beiden funktioniert es auch schon nicht mehr, habe ich gelesen. Und beim Olaf wahrscheinlich demnächst auch. Also, wenn er dann irgendwann mal dahinter kommt, dass sie irgendwelche AI-Videos mit seiner Stimme machen, wird das dann wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach funktionieren. Also, falls ihr noch irgendwie so eine AI-Dingensbummens findet, wo man das kostenlos, mehr oder weniger kostenlos... Jetzt spielt's doch mal ab, meine Fresse. Also auch wenn ihr Geld dafür bezahlt, geht es natürlich nicht. Nein, das machen wir später. Ganz am Schluss machen wir das. Ja, aber das ist bescheuert, weil es eine Begrüßungsrede ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, das am Schluss zu machen. Doch, das macht am Schluss auch Spaß. Ja. Ne? Aber ich fand's so einfach witzig, dass Trump nicht geht, aber Hitler schon. Also da müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und ansonsten, was habt ihr so erlebt so in letzter Zeit? Mit wem hast du jetzt gesprochen? Mit uns oder ja, mit denen? Ach so, ja, das weiß man ja nie auch bei dir. Ja, mit dem Chat, immer gern. Moin, Big Buddha. Hi. Und Lilly, hi. Und der Scar, hi. Die Story ist von Lovecraft, so vom Autor furchtbar drüber geschrieben. Die Story ist der Buddha. Ah, genau. Und das die gute, die Lilly hat's erkannt. Du hast eigentlich einen Fehler gemacht mit den Mikros. Hab ich? Ja. Okay. Was? Erst das Stream, den ich erwische. Ja. Die ist weiter. Ja, es geht weiter. Richtig ungewohnt, alle drei durchgehend zu hören. Ja, und weiter? Der letzte Satz? Die Alleinherrschaft von Thomas Verhoeven. Ja, ganz genau. Ja. Früher war das Demokratie. Immer nur du hast hier da... Hier wird Demokratie gelebt. Ja, du verfluchter Faschist. Ja, ich bin ein Faschist, weil ich einfach nicht genug Geld dafür hatte. Klassenkampf. Nun... Also, ich habe gestern hart gesoffen, heute gibt's Fisch. Ganz klassisch. Ja, das ist sehr schön. Das klingt irgendwie widerlich. Du kannst ja auch Wolfgang Petri nennen, weil wegen Petri heil. Und so, ne?
Gut, ja. Ja, das ist jetzt das Witzniveau, mit dem ihr rechnen müsst. Das tut mir leid. Ich hatte gerade eben auch noch irgendwie so einen Witz. Ich habe eine Idee gehabt. Ich habe ihn vergessen. Eigentlich wollte ich dir am Schluss sagen, aber ich vergesse das bestimmt wieder. Ja, mach. Ich habe mir gedacht, guck mal, wir belästigen die Menschen jetzt seit 15 Jahren. 15 Jahre. Belästigen wir diese Arschlöcher. Okay. Deswegen sollten wir wirklich mal was für die tun. Wir sollten mal was für die tun. Ja. Und zwar habe ich mir überlegt, du willst, wir müssen das machen. Ist mir auch egal, was ihr davon haltet. Wir müssen es tun. Nächstes Mal machen wir eine Filmbesprechung. Hier, live. Ich brauche das Glas. Ich wollte einen Alster, danke. Ich habe gar nicht. Das ist mein. Wie jetzt? Du hast kannst da draußen gehen, eins holen. Was soll denn das jetzt hier? Und zwar, verdammt! Hast du mal einen Alster? Möchtest du doch mischen? Nein, ich trinke das so jetzt. Ich hol mir gleich einen Alster. Und zwar... Ja, gibst du mir mal, Entschuldigung! Gibst du mir mal einen Öffner, bitte? Achso, ja. Mann, ja. Wolltest du was sagen? Ich war fertig. Nein, eine Filmbesprechung, eine ernsthafte Filmbesprechung und eine ausführliche Filmbesprechung. Über Chantal im Märchenland. Danke, Stadtbekannte, tut dich gut. Ich habe schon gehört, das soll wirklich sehr, sehr schlecht sein. Ja, deswegen werden wir es ja auch tun. Ah, okay. Nein. Doch. Doch, das sind wir denen schuldig und wir müssen es tun. Wieso? Wem sind wir das schuldig? All den Leuten, die wir belästigt haben. Ja, aber warte mal, was tun wir? Ich habe nicht zugehört, wie immer. Der Mann hört nicht zu. Also, weißt du was, guck den Mitschnitt, dann weißt du was. Wir gucken live den ganzen Film oder wir machen... Nein, wir machen eine Besprechung. Und du liest ja da nichts durch. Ich frage dich die einzelnen Szenen ab und die musst du dann kennen. Aber ich möchte den Kackfilm nicht sehen. Was machen wir denn jetzt? Der läuft doch zurzeit erst in den Kinos, oder? Ja, dann müssen wir ins Kino gehen. Geht nicht. Nee, stell dir mal vor, wie wir drei da sitzen zwischen diesen Vollspasten-Teenies. Das wird gut. Ja, so ist es. Ja. Ron Bell sagt, wir könnten tatsächlich mal was für ihn tun. Sein Paket muss nämlich noch verlegt werden. Also, Tom, das kannst du aber auch. Was, heute habt ihr 15-jähriges Jahr? Ja, also eigentlich am 1. Aber wir feiern hier immer vor. Ne? Insofern ist doch wunderbar. Viel zu spät zu feiern ist dann auch doof. Dann ist auch, ne? Und das ist ja bald. Ich will trotzdem diesen wir werden diesen Film gucken. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Eher fistig dich. Dann gucken wir ihn erst also, recht. Also wenn ich mich dazu bereit erkläre, dann musst du auch mitmachen. Ihn zu fisten oder? Nein. Ja, dann musst du auch mitmachen. Ich meine, das ist doch so eine Art Spin-off-Film von Fuck You Goethe, oder? Nein. Gehe ich mal von aus. Nein. Das ist dieselbe Figur. Ja, das ist aber kein Spin-off. Sie wird irgendwie ins Märchenland. Eher so ein Teil 4. Kommt sie und dann ist sie dann da und wurscht irgendwas rum. Echt wie ein Spin-off. Ist wahrscheinlich auch ein Spin-off. Würde mir jetzt auch kein anderer Vergleich so einfallen. Also, ne? Ja, aber ich bezahle kein Geld dafür. Du lädst uns ein? Ich lade euch auch ein. Ne, er hier lädt ein. Er lädt ein. Ah, nee? Nein. Ey, wir machen das. Und zwar sobald der irgendwo kostenlos auf dem Streamingdienst vorhanden ist, würde ich sagen. Nein. Beim nächsten Besprechen werden wir den Film besprechen. Ich gehe nicht ins Kino wegen dem Scheiß. Nee, ich auch nicht. Sag mal, Arschloch, du besprichst Filme, die in Amerika im Kino laufen und dann willst du mir erzählen, dass du ins Kino gehen musst, oder was? Bist du behindert? Ja. Oh. Die Filme sind so beliebt, dass die auch hier vor dem Kino noch im Kino laufen. Ja, versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Mhm. Mhm. Versucht sowas mal auf Pirate Bay zu kriegen, das geht nicht. Obwohl, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist auch scheißegal, also ins Kino gehe ich dafür nicht. Oh, Mann, ich habe doch nur gesagt, wir werden diesen Film reviewen. Wie wir das machen, ist doch scheißegal. Oh. Also haben wir jetzt noch ein halbes Jahr Zeit. Da haben wir doch ihr habt 2 Wochen Zeit. Da haben wir noch einen Kompromiss beschlossen. So, wer hatte das vorhin noch gesagt hier mit Herrschaft von Thomas vorbei? Vorbei, das war die Lilly. Jetzt wisst ihr, warum das immer so war. Ne? Weil es einfach nur ein heilloses Durcheinandergequatsche ist. Heilloses Durcheinandergequatsche. Das ist 10-mal besser als deine verfickte Stimme den ganzen Tag zu hören. Ganz mit genau. Null Informationen. Und immer nur deine Witze. Und du der Einzige bist, der über diese Witze lacht. Also der beste Stream war ja eigentlich, als mein Mikrofon hier irgendwie ausgefallen ist. Und man nur die ganze Zeit euch gehört hat. Das waren mal technische Probleme, die lässt man sich doch gefallen. Klasse. So geht das seit 15 Jahren. Was will man machen? Was habt ihr in letzter Zeit irgendwas? Ich meine, ihr schreibt doch, also wenn ihr wisst, ne? Freitag
da gibt es wahrscheinlich wieder einen Livestream und so. Und das ist total ein wichtiger Livestream. Da schreibe ich mir doch mal was auf. Warte mal, ich kann mich dran erinnern. Irgendwann gab es diese Woche, irgendwann, ich weiß nicht, war es Dienstag, Mittwoch oder sogar Donnerstag. Kann es sein, dass wir Freitag 15-jähriges Jubiläum haben? Hast du eigentlich Zeit? Ja, oh, da muss ich ja was vorbereiten. Doch, ich hätte ein Thema. Ja, warte, dann gebe ich einen Zettel. Wenn ich den jetzt auffresse, bist du nämlich, dann hängst du da. Und dann hast du nämlich keinen Plan mehr. Ich hätte ein Thema. Was? Das ist zwar eigentlich nicht meine Art, ja, aber das muss man eigentlich mal sagen. Ich bin ja bei Facebook in so einer Gruppe drin. Ich habe da hier so ein kleines Unboating für Anfänger. Wie genau die Gruppe hieß, weiß ich jetzt nicht. Aber dieser Admin ist wohl da bekannt dafür gewesen. Das war gut. Ist bekannt dafür gewesen, irgendwie immer die Leute runterzumachen. So völlig grundlos. Da standen wichtige Sachen drauf. Und vielleicht wartest du das nächste Mal einfach damit, dass du mal im Bild bist. Dann auch. Gibst du mir den bitte wieder? Den willst du nicht wieder haben. Ich fress den jetzt auf. Alter, der ist durch. Du willst an meiner Sabber rumrabbern. Leute, ihr habt eine Show gewonnen. Da stand wahrscheinlich irgendwas drauf, was er noch entwickeln wollte und Millionär davon wird. Ja, nee, jetzt, da stand bestimmt. Ich glaube, hinten stand meine PIN-Nummer drauf. Ja. Deine was? Von meiner neuen EC-Karte, die PIN-Nummer. Die ändert sich doch nicht, die PIN-Nummer. Doch, die hat sich geändert. Nein. Assi, ey. Das ist einfach so ein Assi. Ja, gut. Inzwischen fressen wir tatsächlich Papier. Ja. Also ich muss mal wirklich meine Geldscheine wegpacken. Also ich habe ja gar keine, aber also, falls ich welche hätte, müsste ich sie wegpacken. Dieser Admin der Facebook-Gruppe ist so ein widerliches Arschloch gewesen. Wovon redest du eigentlich? Von einer Gruppe bei Facebook, dessen Admin ein Arschloch ist. Zumindest hat er so genervt, dass ganz viele rausgegangen sind und irgendwann fand ich das wirklich albern, sein Verhalten. So richtig soziopathisches Verhalten und dann bin ich da rausgegangen und das... Dann habe ich festgestellt, also, in einer neuen Gruppe, dass ganz viele in dieser Gruppe sind, weil sie aus der alten rausgegangen sind, weil der Typ so ein Wichser ist. Das ist unfassbar. Also Leute, dieser alte Mann da hinten jetzt gerade meinen Vorbereitungszettel wirklich aufgefressen hat, ja, er hat ihn aufgegessen. Also da das passiert ist, würde ich sagen, wir nehmen tatsächlich hier Wolfgangs wunderbares Angebot an. Der könnte uns Fragen aus unseren eigenen Videos stellen und ja, dann kommt, wann kommt die nächste Folge Polysemia? Ist das ein Scherz jetzt? Oder so? Wollen mich heute eigentlich alle verarschen? Ich sowieso noch nicht so richtig gut. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, apropos verarschen, ne? Also das mit diesem Zettel jetzt, ne? Vor ungefähr eineinhalb Jahren haben wir beide hier schon gesessen, da warst du draußen und dann kam, ich weiß nicht mehr, ob dir die kam oder mir die Idee, so, stell dir vor, wir sitzen hier Tom fängt wieder an, seine komische Liste da abzuarbeiten und wir nehmen uns den Zettel und fressen den einfach auf. Dann hängt er da, dann ist er verloren. Ja, das ist wir wollten auch mal eine Figur doppelt. Aber die Show auch. Wir wollten mal eine Figur doppelt kaufen und die hier einfach von der Wand nehmen und vor deinen eigenen Augen aufreißen, weißt du? Also eine, die wir besorgt haben anstatt deine. Ja, das wäre auch lustig geworden, aber ich du kannst sowas nicht ab. Der Mann ist so spießig für sowas, der dreht dann durch. So, was wollte ich sagen? Apropos verarschen. Ist euch schon mal was aufgefallen? Ihr kennt doch Dr. House, oder? Ja. Und ich hab wirklich jede Staffel Dr. House geguckt und ich fand ihn auch richtig geil. Weißt du, was er erst vor ein paar Tagen wirklich selber, also mir ist es selber aufgefallen. Also es ist so... Er hat bei 13 Geister mitgespielt. Ich wach auf und trinke einen Kaffee und dann fällt mir ein, Dr. House ist einfach nur Sherlock Holmes als Arzt. Ja, schön, danke. Können wir jetzt irgendwas Wichtiges besprechen? Ja, aber überleg doch mal, wie dreist ist das bitte? Also ich meine, das ist ja so eins der interessanten, also der bekanntesten Konzepte überhaupt so. Ein arroganter Typ mit Drogenproblemen, der aber absolut genial ist, kriegt immer irgendwelche Rätsel zu lösen, löst die dann auch
und hat auch immer ein oder sogar manchmal mehrere Accessoires dabei, die ihn unverkennbar machen. Dr. Haus mit seinem Stock und er mit seiner Pfeife und so. Und wie dreist ist das eigentlich, dieses Konzept zu nehmen und das einfach in ein Krankenhaus zu verlegen und dann damit Kohle zu scheffeln? Weißt du eigentlich, wie witzig das ist? Das Konzept hast du doch auch bei allen... Ja, aber es ist so 1:1. Also es ist mir da mal so aufgefallen. Ja, aber Gerichtsmediziner-Serien, wo die irgendwelche Fälle aufklären, da ist die Leiche. Quincy so war aber nicht Sherlock Holmes. Persönlichkeitsstruktur. Ist dir mal aufgefallen, dass Iron Man genau wie auch Dr. Strange beide mal Sherlock Holmes gespielt haben und beide schon mal in Fame zusammengespielt haben? Welche? Was bitte? Ach, fuck you! Du sprichst mir dauernd dazwischen, du Bastard! Ich glaube, ich nehme demnächst wieder mein Mikro. Oder nur meins und dich schicken wir raus! Spast! Übrigens. Bastard, Spast! Ja. Ich bin müde, dann kommt sowas raus. Läuft. Ich vergesse die ganze Zeit, was ich erzählen will, weil der Mann nur uninteressante Scheiße labert. Sherlock Holmes ist ein arrogantes Arschloch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen. Aber war in den Büchern nicht. Nee, in den Büchern nicht. Nö, das stimmt. Als du die in der Kindheit gelesen hast, hast du die ganz genau. Ja, genau. Ja, ganz genau. Ja, ich weiß. Der gute Arthur, den kanntest du noch persönlich, ne? Ganz genau. Der kam Arthur Conan. Ja, der kam mich in der Wüste besuchen. Ich kenne nur seinen Nachfahren. Conan. Ja. Scheiße. Was habt ihr eigentlich geplant? Wir müssen Eier suchen. Ich hatte sowas Gutes. Was ich übrigens geplant habe über Ostern, das habe ich auf den Zettel geschrieben. Warum schreibst du alles, deine ganze Lebensplanung auf diesen kleinen Dreckszettel, der da lag? Was stimmt denn mit dir nicht? Kleinen Dreckzettel. Ja, genau. Weißt du, warum Mirko und ich solche Zettel fressen können, weil wir bei der Bundeswehr waren? Die Meldezettel, die konnte man nämlich essen. Ja, ja. So. Was können eigentlich, wenn jetzt irgendjemand aus dem Chat wirklich errät, wie viele Eier hier sind, was gibt's denn zu gewinnen? Ja, von mir nichts. Aber du hast. Die hatte ich mir aufgeschrieben. Achso, hattest du? Auf diesem Zettel. Er hat auch da aufgeschrieben, wie seine drei Kinder mal heißen sollen und alles. Und das hast du ihm verdorben. Ja. Die Lottozahlen, die richtigen von nächster Woche, die standen da auch drauf. Ja, ei Gude. Da stand noch drauf, wer John F. Kennedy erschossen hat. Ja, und es stand auch drauf, wie das Ernährungsproblem der Welt gelöst werden kann. So, und auch das Finanzsystem. Es stand auch drauf, wie der Klimawandel gelöst werden kann. Ja. Und ich hatte ein bisschen Zyankali drauf geträufelt. Aber das ist nicht so schlimm. Damit niemand auf ist. Das ist nicht so schlimm. Meine Freundin haut mir auch jeden Tag ein bisschen Zyankali in den Kaffee. Deswegen alles gut. Ich bin abgeheiert. Deswegen sind dir die Haare rausgefallen. Ja. Okay, also. Ich wollte über Ostern zur Familie fahren, aber die scheiß Bahn hat Treppen gesperrt. Was? Ja. Mensch, das ist aber nicht. Wer fährt denn überhaupt noch mit der Bahn? Warum ist das Fenster zu? Mir ist fuck warm. Ja, dann macht doch das Fenster auf. Ja, macht doch ein bisschen auf. Dreht der Hund schon wieder durch, weil er denkt, ich kriege ein Paket. Nee, der Hund manchmal hat... Manchmal bin ich zu faul, zur Tür zu gehen. Der Hund wollte den Zettel fressen. Und ja, ist jetzt sauer, weil ich ihn gefressen habe. Mein Freund hat meinen Zettel gefressen. Da stand auch drauf, wo das Bernsteinzimmer ist. Und die Bundeslade. Oh ja. Aber die ist natürlich in so einem... Wolfgang, ohne Mist, hast du wirklich mal so einen Polysemia-Quiz gemacht oder so? Oder war das nur ein Scherz? Weil hier, Polysemia, die nächste Folge, ja, weiß ich nicht. Also ich habe jede Menge Material. Und stand auf dem Zettel. Stand auf dem Zettel. Hier war aber die Stadt natürlich auf dem Zettel. Nein, also ein bisschen Material habe ich tatsächlich noch außerhalb des Zettels aufbewahrt. Einfach zur Vorsicht. Die große mathematische Gleichung der Massenträgheit stand da auch drauf, ja, ja. Ja, jetzt müsst ihr uns leider die Themen zuwerfen, weil... Hier gibt es wirklich Menschen in diesem Raum, die Zettel fressen einfach. Also ich habe Fragen vom alten Zielparat. Ja, aber hau raus. Ja, ist geplant. Ja, tatsächlich. Das werden sogar Mirko und ich zusammen machen. Ja, das können wir auch verraten, ne? Aber mehr ohne. So sieht's aus. Ich habe auch eins gemacht. Ich kacke in den Topf und rühre dann um. Also wisst ihr, was ich in letzter Zeit gemacht habe? Das wird gut. Lecker. Wisst ihr, was ich in letzter Zeit viel gemacht habe? Gekackt.
Auch. Hast du. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Was hast du in deinem Steamer? Jetzt Kacke. Die Antwort auf 50% der Fragen ist Torbens Schwanz. Ja, ja. Auch, wa? Wie viel hast du? 5, 6? Weißt du, was ich viel gemacht habe? Torbens Schwanz. Was hast du jetzt viel gemacht? Ich habe an meinem... Du hast an deinem Hutensack gerummelt. Scheiße. Danach, das weiß ich nicht mehr, weil das habe ich auf diesen Zettel geschrieben, den du gefressen hast. Nein, also ich habe tatsächlich an meinem Buch weitergeschrieben. An der Fortsetzung oder beziehungsweise dem zweiten, letzten Teil der Duologie von Der Neunte Weg. Und ich habe jetzt ein Milestone quasi. Ich habe das erste Drittel überschritten. Das erste Drittel. Immerhin ist das schon mal nicht schlecht. Und habe gedacht, wenn ich das erste Drittel schon überschritten habe, dann muss ich ja eigentlich auch mal langsam Cover dafür basteln. Und ich habe Cover gebastelt. Aha. Also nicht ich. Also auch natürlich auch meine wunderbare Frau, die sowas kann. Ich werde euch das jetzt mal exklusiv zeigen. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Und zwar sieht es so aus. Der neunte Weg, Allah? Was ist mit dir los? Ja, genau. Ich glaube, der zeigt doch wohl einen Finger irgendwo da. Na, egal. Ja. Also, es ist eine Dilogie. Ja, ich sage immer Duologie. Ja, das ist peinlich, ein Zweiteiler Duologie. Aber zumindest steht es da richtig. Ja, so. Es ist ein Zweiteiler. Man hätte auch einfach Zweiteiler sagen können. Ne? True. Dann heißt es aber... Dilogie oder nicht? Nicht Dilogie. Dilogie, ja. Dilogie, ja, ist ja gut. So. Also, da könnt ihr schon mal einen kleinen Blick drauf werfen. So wird es dann wahrscheinlich aussehen. Und es wird auch vielleicht gar nicht mehr so lange dauern. Vielleicht noch ein Jahr oder so, dann bin ich fertig. Also, als nächstes schreibe ich eine, so eine Sequenz, sag ich mal, oder einen Abschnitt, auf den ich mich persönlich sehr gefreut habe, weil ich den schon lange vorhatte. Das wird so ein bisschen Indiana Jones-mäßig im Gewölben. Und das könnte Spaß machen. Das wird auch wahrscheinlich ein sehr langes Kapitel. Ich bin schon bei Kapitel 5, obwohl es erst das erste Drittel ist. Aber das Kapitel 5 wird sehr lang. Insofern, mal schauen. Es soll natürlich wieder 9 werden am Ende. Und dann bin ich hoffentlich in einem Jahr fertig. Und dann wollen wir mal sehen, was das wird. Dann habe ich ein Gesamtwerk, dann mache ich eine Gesamtausgabe. Die ist dann so dick. Ich würde dich ja jetzt kreativ. Und ich schreibe sie nicht auf Zettel. Aber ich habe... Könnten gefressen werden. Ich habe letztes Frage, Buch 17 fertiggestellt. 17 von Kurzgeschichten ungefähr 25. Nein, nee, der gute Pete hier, Party, hat da uns eine Frage gestellt. Ja. Wie viel Bier trinkt ihr so im Alltag? In Klammern. War damals sehr häufig, gerade in den Biertests. Weiß ich nicht. Also, wie viel Bier wir so... ich gar nicht. Ich trinke nur noch am Freitag. Mhm. Aber das ist auch gut so, weil... Und ich fand das halt gar nicht bei dem Biertest. Also den Grund weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, weil den habe ich auf den Zettel geschrieben. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, bei dem Biertest, das finde ich ein bisschen übertrieben, dass wir da viel getrunken haben. Also ein Biertest war dann zwischen 10 oder 15 Bier. Ja, aber wir haben und nebenbei noch Bier gesoffen. Ja, diese Biere so haben wir davon. Dann halt immer geteilt. Ja, ja. Es ist trotzdem, wir haben wir es ja auch nie ausgetrunken. Also ich habe es jedenfalls nie ausgetrunken. Ja, aber bei den Livestreams auf, ja, gesoffen, da standen kistenweise leere Biere. Hört mal, wisst ihr das nicht mehr? Ihr seid schon Alkoholiker, ihr verdrängt das. Das war ich schon wirklich das. Viel. Das war damals schon ein bisschen mehr als heute. Ich trinke gar nichts mehr. Ich habe sowieso jetzt geplant, ich will am 1. Mai das letzte Mal was trinken. Penno, habe ich Bock drauf. Schöne Flasche Penno. Wie kam und dann lasse ich das weg. Vor allem von dem einen Bier täglich weg. Tee. Man sollte ja meinen, dass man von Bier ganz oft auf Klo gehen muss. Aber ich sag dir eins, Tee ist tausendmal schlimmer. Tausendmal schlimmer. Ständig muss ich pinkeln. Das wollt ihr wissen. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass deine Prostata so groß ist. Das war ja nur eine der häufig gestellten Fragen. Ernsthaft? Ah, okay. Da haben wir mal wieder nicht vor lauter Bier trinken, sind wir nicht dazu gekommen, den Chat zu lesen, ne? Nein, Tom will jetzt kein Kiffer werden, er ist schon längst einer. Nein, bin ich nicht. Und bist nein, du schon? Ich will auch keine Joints kiffen, wenn, dann werde ich vaporisieren und ich kenne mich, wahrscheinlich wird mir das nicht schmecken und dann lasse ich es bleiben, aber was soll's. Und du wirst wieder in der Zelle landen, wenn du das bleibst. Nee, bei sowas nicht, bei Alkohol landet man in der Zelle, bei sowas, da kiffen die Bullen einen mit, ich kenne die doch. Ja, ich weiß ja nicht, was du da züchtest bei dir, aber
Ganz normale Pflanzen. Drei Stück, was erlaubt ist und fertig aus. 50 Gramm, den Rest schmeiß ich weg. So ist die Gesetzesvorlage. Ja, genau. Ist aber nur dumm, wenn du drei männliche Pflanzen dann hast, ne? Ich nehme feminisierte Samen. Ach so. Aber du kannst ja, um die zur Samenbildung anzuregen, kannst du denen ja Brokeback Mountain zeigen oder so. Das ist gut. Oder ich hatte ein paar Filme gesehen. Die haben es auf dem Zettel stehen. Ja, ich auf dem Zettel. Aber woran ich mich noch erinnere... Da stand auch, was ist der Sinn des Lebens? Was habt ihr gesehen, bevor ich erzähle? Ich habe jetzt mir diese Guy Ritchie-Serie angeguckt. The Gentleman. The Gentleman. Und? Ja, die ist gut. Kann man sich gut angucken. Und es ist halt immer noch der... es ist klar, englischer Humor. Stellenweise auch schwarzer Humor. Und ab und an auch... Sachen, mit denen du nicht rechnest und dann darüber lachst. Und das ist sehr, es war sehr amüsant. War ganz gut. Wo läuft das? Netflix. Netflix. Und ich habe Roadhouse gesehen. Ach ja. Ach, den wollen die noch nicht sehen. Ja. Ach, den gibt's schon? Ja, klar. Ach so, das wusste ich gar nicht. Amazon Prime. Den hatte ich mir angeguckt. Ich habe dich gesehen. So, es muss. Vergleich, also schieb den alten Roadhouse komplett aus deinem Hirn, guck dir den neuen Roadhouse an schon und passiert. Bis also, zum, also, ich sag mal, bis schneller. Dreiviertel des Films ist okay, das letzte Drittel ist so, echt jetzt, ehrlich jetzt, also das ist dann schon so übelst übertrieben. Und das nimmst du halt nicht mehr, das ist nicht mehr glaubhaft. Und damit haben sie halt echt viel versaut. Finde ich. Ja, versaut oder ist das vielleicht Absicht? Alter, nee. Wenn du dir den anguckst und dieses letzte Drittel siehst, nein, ja, das kannst du in irgendeinem Marvel, in einem Bond machen oder irgendwas. Ja, ja. Aber nicht in dem Film Roadhouse. Ich muss da immer an Family Guy denken. Roadhouse. hat einer von euch eigentlich sich hier die Animation angeguckt auf hier ARD vom Bayerischen Rundfunk? Ja, ganz sicher gucke ich ARD und ZDF. Stopp, Friedberg heißt sie. Sagt mir jetzt nichts. Ist, ist eine deutsche, keine Ahnung, ist ein deutsches Family Guy, Simpsons, Dings und das andere, wie heißen sie noch? South Park Geschnösel. Ich habe mir die erste Folge angeguckt und für eine Deutsche ist es gar nicht mal so, okay, ihr traut euch da echt was? Okay. Ist das auch Zeichentrick oder? Ja. Oder animiert? Also nein, Zeichentrick. Also komplett Zeichentrick. Und es ist schon ganz, Mann, jetzt gehen die aber auf Jugendfang, wa? Ein kleiner Tipp. So, jetzt fahr ich nochmal. Ich war genau, noch gar nicht dran hier. So, X wollte ich sagen. Ich habe zwar nach 5 Minuten die Prämisse verstanden und nach 20 Minuten habe ich verstanden, worum es da gehen wird und auch wie der Film enden wird. Und es stimmt ja auch. Aber tut mir leid, wer die ersten 9 vorher gesehen hat, dann weiß man das einfach. Ja, natürlich. Er baut Fallen. Oh mein Gott. Nein, auch wie das Ganze ausgeht. Hast du eben gesagt, es gibt kein komisches Dingsen mehr? Kein komisches Dingsen? Was, das ist ein Krombacher. Ach, ein normales Dingsen jetzt. Ja, meine Güte. Also. Aber der Film war trotzdem... Nicht, dass du das auch auffrisst. Sehr gut. Ist ja nicht aus Papier. Apropos, hier, kauft mein Buch, ja, bevor es Mirko auffrisst. Geht bei Amazon. Link steht in der Videobeschreibung. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Wenn ich es nicht aufgefressen habe. Wenn Mirko das Internet nicht aufgefressen hat. So, okay, aber der war doch gar nicht so kacke, oder? Guck mal, er hört mir nicht zu, das war klar, oder? Aber es war mir völlig doch, klar, dass er das jetzt sagt. Ist Tobin Bell nicht tot? Weil er mir überhaupt nicht zuhört, was ich zu dem Film zu sagen habe. Das ist dem scheißegal. Nee? Ich höre dir zu. Ich habe schon gesagt, was ich, wie ich den fand. Ich hätte dir gerne zugehört, aber Tom war so laut, dass ich nichts verstanden habe. Ja, ich weiß, so. Der ist immer so laut. Das ist das Problem mit diesem Mikrofon. Versteht ihr jetzt? Nee, weil du so laut brüllst. Und immer wenn ich was trinke, sagt niemand was. Jetzt erzähl, was war mit Zor X? Was? Nix. Alles gut. Ihr könnt mich mal so richtig fett. Alles gut. Als wäre man dabei. Komm, jetzt hau raus. Was denn? Ich hab gesagt, der war gut. Reden. Der ist gut. Ja, der ist gut. Ja, als wäre man dabei gewesen. Also, toll. Ich stell mir wirklich die Frage, waren wir auch vor 15 Jahren so zickig?
Nee, das ist nee, nur ne? heute. Nur heute, oder? Und ich färbe vielleicht ein bisschen ab. Obwohl, eigentlich passe ich mich nur euch an, weil ihr immer so zu mir seid. Und ich normalerweise bitte, der bitte, Fröhliche bin. Wir bitte. Sind noch die nettesten Menschen der Welt zu dir. Alle anderen treten richtig auf dir rum. Genau. Also, eigentlich habe ich noch nie jemand meine Hausaufgaben aufgefressen, obwohl ich das oft behauptet habe. Ich nehme einen Schluck und niemand sagt was. Entschuldige, dass ich lache, du Arschloch. Ich möchte wieder einen Fernsehdich haben. Aber wenigstens stimmt die Technik, würde ich sagen. Hast du schon angegrillt? Tom? Nein. Geplant? Ja. Morgen soll doch gutes Wetter werden. Ach, übrigens, Leute, wir können das doch anders Erzähl machen. Erzähl jetzt zur Ex-Mann! Was denn? Ich hab doch alles darüber gesagt. Sag doch mal, also wie, was passiert denn da so? Ich fand ihn gut. Warte mal, ich hab was... Pass auf, ich will was machen. Sehr geil. Ich hab was geplant. Wenn ihr also noch ein bisschen warten könnt. Ja. Also, wir können das vaporisieren. Ja. Aber ich habe was anderes vor. Ich habe mir eine Anleitung geholt, wie man daraus Liquid machen kann. Weißt du? Dann lassen wir schön den Verdampfer rumgehen. THC verdampfen. Wir können auch diese Band fragen. Ist aber ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen schwierig, aber ich krieg das hin. Entweder sterben wir davon oder wir werden high. Eins von beiden. High Media Kritik. Ich höre ja jetzt einfach überhaupt nicht mehr zu. Ja, ja. Habt ihr schon über das eventuelle Rap-Comeback in 3 Tagen gesprochen? Ja. Er hat jetzt was ist Instagram oder TikTok? Was das jetzt? War doch auch alles AI Instagram. Gemacht. Ich bitte euch. Nö. Natürlich. Überleg doch mal, was in 3 Tagen ist. Ja, 1. April. Ja. Schon klar. Nichtsdestotrotz. Das heißt nichtsdestotrotz. Hat er. Du bist Rotz. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er schon dahinter steckt. Irgendwie. Und das ist ja immerhin schon witzig. Ne? Also er hat ja in diesem Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dafür. Ja, ich hab's gesehen. So und dann. War alles AI und war es nur ein Scherz. Ich weiß nicht. Sag ich zumindest. Ja, ob das jetzt alles AI war, weiß ich nicht. Ja, natürlich. Hat man hat ihn nicht gesehen und seine Stimme kann man 100%ig nachahmen. Das haben sie gemacht. Guck mal, wer von euch stirbt zuerst und woran? Das finde ich eine gute Frage. Ja, ich sage, sowas du macht man bei einem, in 10 Minuten. Sowas macht man aber bei einem Stefan Raab ehrlich gesagt nicht. Doch, wenn Elton es macht schon. Wenn Elton es macht schon. Ja, Elton darf das. Elton hat das sicher mit ihm abgesprochen. Ja, natürlich. Ja, sonst würde Raab ihn den Arsch wegklagen. Nee. Vielleicht hat er wirklich irgendwas vor. Vielleicht will er Produzent werden und will seinen Namen wieder ins Spiel bringen. Das kann ja sein. Und mit sowas machst du das gut. Also ich glaube grundsätzlich nichts, was ich sehe. Nie. Wieso bellst du? Ich wollte deine wunderbaren Fragen nicht übergehen. Welche vom Kochgericht machst du auch so im Alltag? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was habe ich denn alles so gemacht? Also, Omi? Die Klöpfe. Omi? Ab und zu mal. Komm mal her. Also nicht die Königsberger, die sind jetzt so aufwendig. Wir konnten doch bestimmt wieder vergessen, sein Mikro auszumachen. Das ist durchaus möglich. Und, gerne. Also, die Klopse und die Kornepfanne habe ich erst letztes Mal wieder gemacht. Das ist einfach immer noch das schnellste und leckerste Gericht, was es überhaupt gibt auf der Welt. Und keiner hier im Haushalt mag das. Vielleicht der Hund, ich habe ihn noch nicht gefragt, aber Burger des Himmels ist mir viel zu aufwendig. Ich habe weil da muss man ganz viele Champignons klein hacken und so, aber schon auch ganz lecker. Ich nehme einfach den ganzen Tag Drogen und da muss ich nichts mehr essen. Das ist ziemlich praktisch. So, der Schnappbekannte ist erstmal weg und guckt sich den Mitschnitt an. Tut es bloß nicht. Danke für 15 glorreiche Jahre. Ja, vielen Dank. YouTube wäre ohne euch einfach nicht dasselbe. Das ist völlig richtig. Es wäre besser. Hast du das Video gesehen, was ich gestern oder vorgestern gepostet habe? Das waren wir auf der Gamescom und dieser Typ hat uns vollgequatscht. Und wir haben gesagt, ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Und du hast, ich habe irgendwas mit Ficken verstanden. Sehr cool. Das hast du wiedergefunden? Das wurde mir angezeigt bei Facebook, dass ich es vor 7 oder 8 Jahren gepostet hatte. Und dann habe ich das gleich nochmal gepostet. Sehr lustig war es, ja. Das war aber ich glaube, das ist auch was so du ausgeschnitten hatten. Oder Penisköppe. So. Hattest du dein Mikro abgehört? Nee, hatte ich nicht, aber ich habe es zugehalten. Ja, also das ist das, was ich meistens so. Das Einzige, was mitbekommen, also was sie hätten mitbekommen können, ist, dass ich Romy ein Ostergeschenk gegeben habe. Ach so. Und diese Lachs-Dinger. Gibt es ja also ein Ostergeschenk? Das ist auch sehr, sehr lecker. Da habe ich gar nicht dran gedacht.
Und noch eine Frage, versteckt ihr auch, was zu habt, habt ihr etwas bekommen? Also als Kinder haben wir natürlich Schokolade bekommen und mein Kind kriegt auch Schokolade und vielleicht eine kleine Sache und dann hat sich das so. Ich habe meiner Freundin was geschenkt. Das ist einfach kein Geschenketag. So, ne? Weißt du auch, was ich meiner Freundin geschenkt habe? Eier könnt ihr ja nicht gewesen sein. Dein Schwanz? So. Sind wir wieder bei den 50% angelangt. Was steht da? Nach 15 Jahren wird es nicht langsam Zeit für ein Fan-Treffen? Ja, auf dem Bierfest. Hatten wir mal. Da seht ihr uns. Hatten wir mal auf dem Krammermarkt, da kam einer. Also seitdem machen wir das nicht mehr. Wir haben geweint. Mindestens 3 Jahre haben wir geweint. Oh ja, ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Obwohl einer kam da, glaube ich. Ja, einer. Oder? Ja. Na, es war schon ein bisschen wenig. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen spontan gewesen, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Doch war's. Ihr habt geschrieben, hey, wir sind in einer Stunde auf dem Kammermarkt, viel Spaß, also kommt doch her zum Fan-Treffen. War das so? Die Stunde war ein bisschen knapp. Ja, ich meine auch, dass es wirklich sehr, ja. Hm. 1. Mai Garten, ja, natürlich, aber nicht hier. Ich finde das sowieso immer am besten, wenn es so Fanclubs gibt, die so Fan-Treffen machen, ohne denjenigen, um den es eigentlich geht. Das finde ich immer am besten. Naja, oder wir machen ein Fan-Treffen, überhaupt kein Problem, und alle Fans müssen nackt erscheinen. Und die pissen wir dann an. Genau. Super Idee. Heißt ja auch Fan-Treffen, nicht Fans-Treffen. Ja, echt. Was ist jetzt eigentlich Essen, Mai? Ja, für den Start, ne? Wie immer. Ja, was? Wie? Wann? Warum? Was ist da los? Am 1. Wer kommt? Mai. Ja, wer kommt da? Grillfleisch. Ich. Mirko schon mal nicht, der fliegt in die Sonne, der Sack. Was? Gibst du mir bitte ein Bier? Du kommst nicht erst mal. Du kriegst auch kein scheiß Bier von mir. Also Rücktrittsversicherung, sag ich dir nur. Ja. Ja, schön. Warum fährst du an solchen wichtigen Feiertagen? Da hat Adolf sich so angestrengt, für dich einen Feiertag wieder aus dem Boden zu stampfen und du aus ab. Das war aber nicht Adi. Nein, er hat wieder aus dem Boden gestampft. Erfunden hat er ihn nicht, da hast du recht. Na, ich will ja in die Sonne und zum Tauchen und deswegen. Du willst in der Sonne tauchen? Das kann man auch am 2. Mai machen, am 29. April. Alter, ich fliege doch keine Ahnung, 10.000 Kilometer hin und her, nur zum 1. Mai hier zu sein, irgendwelche betrunkenen Menschen zu sehen, die dann... Es sind nicht irgendwelche betrunkenen Menschen. Ja, echt, irgendwie. Wir sind irgendwelche Arschlöcher. Ne? Also ich würde dir jetzt sagen, wer außer uns noch kommt, aber das habe ich alles auf den Zettel geschrieben und... Na gut. Aber ich kann mir schon denken, wie es am 2. Mai dann aussieht. Irgendjemand hat dann körperliche Gebrechen, weil dann irgendwie übertrieben wurde, sich die Schulter ausgerenkt hat, das Knie verdreht hat. Der nächste liegt irgendwo in einer anderen Eck. Dann sind bestimmt 2 Kinder gezeugt worden. Ja, von 2. Mai eben. Von einer 2 ist ins Männern, Gewächshaus geflogen. Genau. 2 Männern. Yeah. Dann ist es ein guter 1. Mai gewesen. Ja. Das war immer so am 1. Mai und ich finde es super. Wie gesagt, wir müssen was machen, weil so ich will das letzte Mal trinken. Diesmal werden wir auf jeden Fall schön flippern. Scheiß, kannst du alleine machen. Gern. Verdammt. Spielt einer von euch noch Jugger? Oh, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, habe ich mir ganz böse die Schulter wehgetan. Das hat aber auch nur 8 Monate oder so gedauert, bis es wieder okay war. Aber also, es sah köstlich aus, wie du waagerecht in der Luft standst und dann mit deiner Schulter gebremst hast also auf dem Boden. Ich bin in sehr betrunkenem Zustand gegen meinen Cousin, der deutlich jünger ist als ich, auf die Idee gekommen, ich könnte ihn ja auch am Rücken treffen. Das Problem war nur, ich stand vor ihm. Aber ich dachte, wenn ich jetzt an ihm vorbeifliege und dann so... Im Flug ihm am Rücken treff, das würde ihn beeindrucken. Ja, was dann wirklich passiert ist, waren 8 Monate Schmerzen und niemand war beeindruckt. Das liegt aber auch an deinem Alter, da heilen Wunden nicht mehr so gut. Ja, es war auch hatte ein bisschen mit dem Gewicht zu tun, weil wenn du mit 120 Kilo auf deine Schulter drauf donnerst, dann... Auf diese 65 Jahre alte Schulter? Warum steht 11 auf 15 Uhr? Der ist ganz schön. Da war jemand beim Bund, aber. So, können wir uns jetzt endlich verpissen? Das heißt eigentlich auf 3, oder? Hä, wieso willst du dich schon wieder verpissen? Ja, ich habe kein Programm mehr, das stand auf dem Zettel. Wartet irgendjemand auf dich zu Hause? Nein. Ja, Drogen. Ja, du hast keine Drogen. Ach ja, ich habe ja gar keine Drogen. Verdammt nochmal. Aber ich muss mich um die kümmern. Aber wusstest du, dass Zettel überbewertet werden? Zettel sind weißt du, warum das so geil ist? Weil man den Scheiß nicht hacken kann, Mann. Ja, außer es kommt Mirko und frisst das auf, dann war's das. Aber Mirko, er hat noch keine Festplatten gefressen. Also, noch nicht.
Apropos 11, ich habe in letzter Zeit gedacht, dass jeden Monat jetzt die fünfte Staffel von Stranger Things rauskommen sollte. Ich habe dann vor einer Woche irgendwie lesen müssen, dass das noch bis Mitte, Ende nächstes Jahr irgendwie dauert. Ja, das ist voll abgefuckt. Das ist kacke, aber ich habe mit dem Rewatch schon begonnen, habe mir die erste und zweite Staffel angeguckt und musste mir dann auch gleich... Das ist übrigens eine McFarlane Ellie. Und Was? Ja. Diesmal nicht aus China. Bist du auf dem Klo am Kacken oder warum haben wir das M? Mein Hirn ist heute Matsch. Mir geht's seit ein paar Tagen echt mies, echt, das ist ohne Scheiß. Wieso? Mir tut mein Arm, mein Ellenbogen tut mir so weh, dass es von den Fingern hier rüberzieht. Wunden verheilen in den Hals, in deinem Alter viel schlechter. In den Schädel und davon kriege ich Kopfschmerzen. Welche Finger? Die beiden hier. Die kann ich nicht mehr richtig bewegen. Die beiden unteren kribbeln die? Mein Mikro hat ein Erektionsprobleme. Ja. Merkst du das auch, wenn du nachts schläfst, den Arm angewinkelt oder irgendwas? Ja, Sehnscheibe. Habe ich recht? Nee, das ist hier. Sehnscheibe heißt es aber. Geh mal zum Doc. Es könnte dein Nervus ulnarus sein. Das ist der Nerv, der hier langläuft. Einmal kompletto. Auch bis hier oben hoch. Ja, ja. Und wenn der irgendwo einen kleinen Ditch bekommen hat, ne? Ja. Kann das passieren, dass der diese Auswirkungen aber hat. Aber wird nicht dick, man sieht nichts. Und, nämlich nicht. Man und sieht nichts. Im e.V. haben sie das irgendwann entwickelt, die OP dazu. Dann hast du halt hier diesen kleinen Schnitt. Mhm. Dann fixen sie den wieder und dann hast du die Beschwerden nicht mehr. Weil ich habe das jetzt seit 7 Wochen oder so und das wird immer schlimmer. Geh zum Doc. Also fuck. Ich hatte das, mir haben die beiden immer gekribbelt. Ja, ja. Und beim Schlafen, wenn der Arm so angewinkelt war, war das Gefühl, als ob mir einer hier einen Nagel reingehauen hat bis hierhin. Ja, ja, ja. Und dann halt Doc und dann hilft nur wirklich, dass sie hier aufschneiden und gucken, wo. Na, ganz toll. Es ist so ein kleiner Schnitt. Nein, das interessiert mich nicht, aber jetzt habe ich gerade Urlaub. Ich kann ja nicht. Wollt ihr weiter über alte Männerkrankheiten reden? Fuck you, Mann! Ich bin scheiß Fliesen. Weißt du eigentlich, was ich täglich an Fliesen trage? Daher kommt die Wichse nämlich. Schreib auf den Zettel, Mann. Mach ich auch, aber den frisst Mirko ja. Also, Tom hätte sich den Zettel auch sparen können, wenn er ihn sich tätowiert hätte. Ja. Völlig richtig. So. Ich meine, genug Platz auf dem Oberarm ist ja fast. Weißt du, auf dem Bauch kannst du die Bibel schreiben. Und. Nur 10 Punkte. Kannst du ja kaum lesen als einer. das erinnert mich aber an Prison Break. Prison Break möchte ich mal wieder. Das heißt Break de Prison. Break de Prison, genau. Da habe ich voll Bock drauf, Alter. Alle Staffeln? Nee, nur die erste. Also, das ist wirklich eine Einstaffelserie, obwohl es 5 gab oder so. Das ist alles scheiße. Die erste Staffel war genial. The Last of Us Staffel 2 haben sie auch irgendwie verlegt. Ich glaube, kommt erst in einem Jahr. Was für eine Scheiße. Tja. Wer weiß, woran das schon wieder liegt. Kommt alles noch von dem Streik, oder? Keine Ahnung. Nee, von dem Zettel. Ja, da stand nämlich die Staffel drauf, komplett geschrieben. Mit dem Schaumstoffschwert in die Klöten geballert war gut. Die zweite war auch solide, ja, okay. Mit hier Alex oder wie er hieß, ne, der die gejagt hat, war ganz okay. Ja. Fallout, die Serie kommt ja, ich glaube, in einem Monat nicht mal, ne? In 2-3 Wochen oder so. Da freue ich mich auch schon drauf. Oh, ich glaube, das werden sie versauen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Serie ist. Also ganz ehrlich, entweder wird das voll der Knaller, so wie das Spiel eben auch, oder die machen dann Murks draus, weil sie wieder keine Ahnung. Nee, also ich, es ist zu gehypt. Also alles, was die so mega hypen, ist bis dato immer kack geworden. Ja, stimmt schon. Ja. Nein, obwohl, nee, stimmt gar nicht. The Boys haben sie auch voll gehypt und die Schweine. Nee, aber nicht bei der ersten Staffel. Nee, das stimmt. Ja, das war auch von den Versuch und dann hat es eingeschlagen und dann haben sie angefangen zu hypen. Und guck dir das genauso mit The Expanse an. Erste Staffel, super billig produziert und hat eingeschlagen und dann ging es erst dementsprechend weiter. Stimmt, und als sie dann gesagt haben, jetzt haben wir es aufgekauft, jetzt ist sie richtig gut, da war sie total schlecht. Ich habe gehört, in Miskis bei Netflix so eine Serie über einen 8-Jährigen, der richtig richtig übel drauf ist und immer Erwachsene verarscht und weißt du, wie die heißt? Fallout. So, noch eine Frage von Wolfgang. Ja. Macht ihr eigentlich nur noch Livestreams und die anderen Formate sind tot? Ja. Ja. So sieht's aus. Nein, nächstes Mal, nächstes Mal machen wir live eine Filmbesprechung zu Chantal im Märchenland. Wie heißt der Film überhaupt? Egal, wir werden es rausfinden und dann für euch besprechen. Also auf jeden Fall wird es richtig, richtig scheiße. Das wird gut, weil die Jelle Hase kommt dann auch, hat sie gesagt, hierher.
bestrich das live mit uns. Bereut ihr eigentlich? Wenn Mirko sie nicht auffrisst. Sie hat, genau. Bereut ihr irgendwas an diesen 15 Jahren YouTube? Oh ja. Ja, dass ich die nicht schon vor 16 Jahren umgelegt habe. Alles. Alles. Nein, ist nach wie vor ein schönes Hobby. Ich stehe total drauf. Sonst wären wir auch nicht so lange hier. Aber wir sind tatsächlich auch, also wenn man so bedenkt, die Leute, mit denen wir so angefangen haben, da sind nicht mehr so viele von übrig geblieben. Ich glaube, Gronkh ist noch da. Der kam auch nach uns. Ja, ja, das will ich mal kurz betont haben. Ja, Gronkh kam nach uns. Ja, ein bisschen Erfolg. Ein bisschen. Und Kadi war vor uns da. Ja. Und die gibt es auch immer noch. Ist das so? Und damit hat sich das im Grunde schon fast. Ne? Müssen also, die nicht auch schon 35 sein? Nee, Kadi hat tatsächlich immer noch ihren Kanal und macht. Da haben wir doch. Ich habe gerade gefragt, wie alt sie ist, du Arschloch. Ach, das weiß ich doch nicht. Oh. Gibt es eigentlich noch diese zwei Hamburger, die hier. Ich gehe stark auf die 50 zu, ich weiß gar nichts mehr. Ohne Zettel. Sag mal, diese zwei Hamburger, die einmal hier waren und so fürchterlich abgestürzt sind beim Live. Ach, HTC, wie heißt der denn noch? Gibt's die noch? CF und CF. Thomas. CF macht, glaube ich, auch ab und zu noch mal was, aber der ist bei Holger weg inzwischen, weil er auch umgezogen ist und so. Ungezogen ist er. Echt? Und Thomas ist auch nicht mehr da, der macht auch irgendwas anderes. Aber keine Ahnung, also was die beiden jetzt so, also zusammen machen die, glaube ich, nicht mehr so viel. Vielleicht treffen die sich noch, die sind wahrscheinlich auch noch befreundet. Ne? Creepy fand ich, was ich echt creepy fand, war dieser Kerl mit seiner Freundin, der irgendwas hier von dir abgekauft hat oder gewonnen hat. Das oder? Ist Wolfgang gewesen, ja. War das? Ja, das war der Wolfgang. Der war ein bisschen creepy. Fand's nicht? Ich sag da nichts, er ist im Chat. Also ja, du, aber ist so. Bist du ein bisschen creepy? Na, ich fand ihn cool. Ich würde ihn ficken. Aber ich will alles ficken. Du willst alles ficken, aber es war ein bisschen creepy. Sagt euch The Parappa, Parappa the Rapper. Parappa the Rapper, ja, yeah, PS1 Spiel. Den kenn ich wohl noch. Aber da kommt der Name vielleicht her. Sorry. Wolfgang sagt sorry for being creepy. Ja, Drecksack. Übrigens, meine Hobbys sind ficken und kiffen. Wolle, kannst du aber mal erzählen, hast du das Teil eigentlich noch oder hast du es weiterverkauft? Könnte ich verstehen. Was hat er denn eigentlich? Benutzt du das hat noch? Er eigentlich? Den Arcade-Automaten, das war der Arcade-Automat. Den hatte ich doch verkauft, also versteigert. Und die Hälfte davon, also es ging so knapp 400 Euro waren das, ne? Oder kurz über 400 Euro. Und die Hälfte davon habe ich gespendet. An mich. An Hamburger Sternbrücke oder in Oldenburg irgendwas, kann auch sein. Hast du eine Spendenquittung noch? Equitas, ja, stimmt. Die habe ich tatsächlich eingereicht, aber das Geld nicht. Ja, war klar. Aber Equitas hat doch Musik gemacht. Da hat er doch bestimmt nicht mit aufgehört. Doch, bestimmt. Naja, also er ist jetzt eine Sie und Musik macht geht sie, glaube ich, auch nicht mehr. Nein. Keine Ahnung. Weg. Weg. Ja, also schade. Aus meinem Blick. Und deswegen ist es nicht gut, wenn man so jung anfängt. Man muss ein bisschen Ahnung haben, damit man auch dabei bleibt. Wenn man 16, 17 ist und sagt, ich mache das jetzt mal nebenbei. Ach, jetzt muss ich zu Aldi an die Kasse. So läuft das nicht, verstehst du? Oh, hier, wie hießen okay. Die anderen nochmal? Hier, da gab es doch mal hier die Zwillinge. Lochis? Die gibt es ja immer noch. Ja, die machen ja aber nichts mehr auf YouTube. Die wollten sich jetzt auf Musik konzentrieren und, und wollten jetzt auf Tour gehen. Aber sie hatten leider Konzentrationsprobleme. Und irgendwie, weiß nicht, ob das wirklich klappt. Ist das so? Naja, ich glaube, eine Anfrage. Wen interessiert das? Eine Anfrage diese Scheiß war bei uns auch und das haben wir dann dezent mal weggewischt. Diese Simon und Tanzbär Wichser. Ich habe dem auch. Ich die noch mal irgendwann erwischen. Gerade vor mir. Noch wolltest du vielleicht schreiben? Also für noch gäbe es einen Daumen hoch. Okay, also wir sagen das vielleicht auch immer mit so einem kleinen Fünkchen Stolz in der Stimme. Wir sind eine der wenigen, die noch da sind aus der Gründerzeit und so. Aber eigentlich ist es traurig. Hast du mir eigentlich zugehört? Scheinbar ist der Weltenlauf, dass jemand dann auch irgendwie erwachsen wird und sagt, ich mache jetzt einen richtigen Job und verdiene richtig Geld und gründe eine Familie und habe dann keine Zeit mehr für so einen Scheiß und werde jetzt seriös und kaufe mir einen Bausparvertrag. Das ist eigentlich der eigentliche Lauf der Dinge. So soll es gehen. Das ist und wir wir haben das verpasst einfach. Wir haben es verpasst. Nein, ich habe das so geplant. Ich wollte das so. Der wird nicht abgegeben, finde ich gut. Dass wir in 10 oder 15 Jahren spätestens Geld verdienen, weil wir dann die Einzigen sind, die noch irgendwie auf YouTube was machen oder halt. Und dann schmeißen sie das Geld vor die Tür, bitte mach weiter. Ganz klar.
Weil dann gibt es den Hype, guckt euch diese alten Männer an, die da immer noch irgendwas machen und es ist ganz lustig. Und die erzählen irgendwas aus der Vergangenheit von Sachen, die keiner mehr kennt, wie Zettel, weil alles digital ist. Er hat mein Tablet gefressen. So. Was ist denn ein Tablet? So. Simon und Hansbär, jetzt mal ganz ehrlich. Simon und Hansbär. Die Wichser wollten uns von vornherein kopieren, ja. Haben nicht mal das verborgen, das kapieren zu wollen. Hast du die gerade W-Wörter genannt? Wen? Was, Wichser? Wichser? Ich distanziere mich. Jetzt mal, die haben uns kopiert, von vornherein haben das die uns kopiert. Sein, und dann haben die sich weiß doch gar nicht, ob die sich selber befriedigen. Dann haben die... Ich gehe mal davon aus. Wer denn jetzt? Keine Frau wird die anpacken. Nein, das waren mal irgendwelche Wichser vor 10 Jahren oder so, die fingen an, unsere Gags zu kopieren. Nee, also das Gleiche zu machen wie wir, haben sich dann irgend so ein Management geholt und wollten damit dann ganz groß werden. Das widerliche Scheißtypen. Was für Wichser? Was für Wichser? Alter, was denn? Ihr wisst, so Beefs, die entstehen dann und dann gibt es so Reactions und Reactions. Ja, aber bei mir doch nicht. Aber jetzt mal ohne Schmarrn. Kadi ist 84 geworden. Von mir aus können da Reactions kommen, sollen sie doch hierher kommen. Echt? Haben wir Platten hier abgehalten? Sollen sie hierher kommen? Wenn sie sich trauen. Die wollten ja mal mit uns Koop machen und so. Ja, die wollten, nee, die wollten unseren Fame, wollten die. Unseren fucking Fame wollten die. Natürlich wollten sie das, weil sie kleiner waren als wir. Dreckwichser. Aber jetzt sind sie tot. Ich weiß nicht, was sie sind. Hast du was damit zu tun? Oh Gott. Guck mal, das ist das Problem. Ich kann sagen, was ich will. Mir passiert irgendwie nie was. Ich finde es traurig. Es ist einfach die traurig. Die letzten Worte. Es ist komisch. Ich kann sagen, was ich will. Irgendwie passiert mir nie was. Zack. Zack im Knast. Ja. Oh. Nein, seit 15 Jahren warte ich auf einen Hater, aber es kommt kein richtiger. Keiner den Moment. Letzte Worte, ich sag's ja. So, übrigens, ich geh mal kurz auf Klo. Ja, mach das. Ich übergebe euch jetzt hier meinen Zettel ist ja eh weg. So. Zettel ist weg. Ich habe Final Fantasy 7 Rebirth, den zweiten Teil von Fuck Dingens Bummels, durchgespielt. Ich muss zugeben, gegen Schluss wurde das alles, nicht, dass es schlecht wurde, es wurde mir nur zu viel. Kennst du das, wenn du ein Story-Adventure oder Rollenspiel spielst, wo du denkst, also ist es mir jetzt irgendwie egal, wie es ausgeht. Ich fing an, die Zwischensequenzen wegzudrücken, hab dann den Endgegner platt gemacht und dann war gut. Und ich dachte, so, das waren bestimmt 50 Stunden oder so ein Scheiß. Es waren 84 Stunden. Hm. In einem Story-Rollenspiel. Nee, dann irgendwann ist die doch. Nein. Hm. Nee, war gut. Und jetzt spiele ich gerade Dragon's Dogma 2. Alle sagen, der soll so geil sein. Das soll so geil sein. Ist es auch. Das Spiel hat was, das habe ich noch nie bei einem Rollenspiel gesehen. Die Gegend ist völlig felsig und hügelig und Wasser und so ein Scheiß. Und wenn dich so ein riesen Oger da nimmt und hält und rutscht aus Versehen vom Felsen ab, dann fallt ihr alle zusammen ins Wasser und liegt da unten in der Matsche. Und besonders geil ist, wenn er dann so an dem Vorsprung lang läuft, kannst du schnell da hochkraxeln, im Kampf springen, dich festhalten und mit dem Schwert. Es ist geil. Die Spielmechanik ist der Knüppler. Und du kannst dir vorstellen, was bei so einem Durcheinander sich natürlich Fehler einschleichen, da lachst du dich kaputt. Einmal hänge ich in seinem Bein fest und bin die ganze Zeit mitgeschleift worden. Fantastisch. Doch, das Spiel macht Spaß. Okay. Was hast du gespielt? Gar nichts. Pokémon? Ja. Und ich habe geübt, Zettel zu essen. Wie hat er denn geschmeckt? Guck mal, theoretisch müsstest du jetzt wissen, was draufsteht, weil du ihn ja gegessen hast. Das Ding ist, der Gag war gut. Aber es hat sich genau das, es ist genau das eingetroffen, was wir vermutet haben. Zettel weg, alles weg. Ja, dann weiß er nicht mehr weiter. Als ob er seine Festplatte gelöscht hat. Ich finde es immer wieder eigenartig, dass ich, der normalerweise gerne Dinge auf Zettel notiert, sich denkt, sowas wie Polysemia-Gags sollte man eigentlich digital, weil man sie da immer und überall dabei hat. Wieso? Er ist ein ultra-digitaler Mensch. Warum hat er da einen Zettel liegen? Ich weiß es nicht. Das ralle ich bis heute nicht. Ich vermute, das nächste Mal wird er das auf dem Tablet geschrieben haben. Ja, garantiert. So, Leute, wenn er gleich wiederkommt, dann schreibt ihr alle, so dass er es lesen kann, einen einzelnen Satz. Was sollen die schreiben? Warum ist Toms Penis so klein? Als Frage gestellt. Tom, warum ist dein Penis so klein? Okay, habt ihr es mitgekriegt? Genau. Ihr müsst nur noch abwarten, bis er reinkommt. Das wäre lustig. Das, ich weiß nicht, ob es lustig wird, aber doch, doch. Doch, ich fände es lustig. Ja, doch. Aber ist egal, soll es nicht aufregen. Und wir müssen am 1. Mai das machen, was wir immer vorhatten am 1. Mai. Ja, am 1. Mai bin ich nicht da. Ach, scheiße. Ja, dann mache ich das alleine. Ja, was hatten wir vor?
irgendjemand anbieten? Ja, wir reden doch immer davon, wir schreiben eine Annonce, weil wir pissen ja immer in den Garten, weil irgendwann ist der Logos voll, da pissen wir in den Garten. Und dann machen wir eine Annonce. Es gibt ja Leute, die gerne angepisst werden wollen. Die können sich dann da hinhocken und wir pissen die an den ganzen Tag. Ich meine, so den ganzen Tag von 20, 30 Leuten angepisst zu werden, das muss voll das Feeling sein. Ich würde es ja machen, aber ich stehe nicht auf so Scheiße. Seit wann? Ich habe damit aufgehört. Ah. Hast du schon die Rocco-Serie gesehen? Nee. Wo war die noch? Keine Ahnung, aber ich dachte mir, du wirst sie bestimmt angucken. Ja, ich wollte sie auch gucken und ich habe sie nicht mehr wiedergefunden. Gut, ich hätte sie jetzt googeln können, aber ich... ist sie bei Disney Plus? Das glaube ich. Nee, keine Ahnung, der Chat wird uns das bestimmt gleich sagen. Wo, die, warte mal, ich habe das irgendwas Blöden bei Join oder Paramount Plus. Weißt du, wann die zweite Staffel rauskommt von... Teils am King? Nein. Ja. Nee, woher weißt du das? Wie geil. Nee, schade. Nee, weiß ich nicht. Da freue ich mich aber mega drauf. Meine Tochter möchte dir noch Tschüss sagen, bevor sie jetzt... pass auf, ich hab mal ein Experiment hier. Meine Frau hat mir gerade gesagt, Mann, du bist aber müde so. Iss doch mal ein Stück Ingwer. Ja, viel Spaß. Sie hat gesagt, ich soll was machen. Deswegen. Du kannst es dir auch in den Anus schieben, das brennt dann ein bisschen und dann bist du auch wach. Das Witzige ist, dass das hier zitronig riecht. Ja, ja, klar. Ich esse jetzt einfach ein Stück Ingwer und dann wollen wir mal gucken, ob ich wieder wach werde. Genau, aber das Schöne ist, dass es jetzt auf Video ist. Nicht übergeben. Also richtig durchkauen, ne? Ja, mach das. Opa sagt immer Oma und Opa. Ja, schön durchgehauen. Oma, Opa nicht, Oma und Opa. Halt schneller. Das sagt man hier nur an so. Oh. So, das macht keinen Blödsinn. Oh, Scheiße, Alter. Wieso hast du da eigentlich noch so komische Dinger? Oh, kein Plan. Wie kannst du das? Ich würde ja gerne was sagen, aber... Geht nicht? Ist das die Über-Challenge? Ja, weiß ich nicht. Wieso liegt da draußen ein Mikrofon? Sven, haben wir sie jetzt gestartet. Oh, Entschuldigung, das ist mein Er labert. Wo ist denn deins? Das ist das. Und danke, Chad, wie toll ihr das für mich durchgezogen habt. Ja, da sieht man mal wieder, wie er hinter mir steht. Ja, ja, es ist typisch. Ist immer. Was für ein Versagerhaufen, oder? Seit 15 Jahren kompletter Versagerhaufen. Ich hoffe, das Ding ist ganz einfach, verlässt du dich auf den Chat, bist du verloren. Meine Frau hat mir gesagt, wenn ich wach werden soll, soll ich ein Stück Ingwer fressen. Und das ist jetzt echt, also das ist wirklich richtig scharf. Weißt du, was deine Frau zu mir gesagt hat? Und bist du wach? Noch nee. Was hat deine Frau zu dir gesagt? Was seine Frau zu mir gesagt hat? Ja. Yeah. Tiefer. Tiefer. Also, okay, jetzt bin ich tatsächlich ganz ticken wach geworden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ingwer ist immer gut. So, jetzt, ich wollte auch noch über einen Film reden. Ah, nee, halt, warte, kurz vorher eine Frage. Hast du die B12-Kur gemacht? Na, ja. Und? Ja, hilft ein Scheiß. Was, im Ernst? Ja, für so depressive Leute wie dich vielleicht. Nein, witzigerweise habe ich dieses Jahr ja auch eine gemacht und bei mir hat es diesmal auch nicht funktioniert. Mhm. All die Jahre davor hatte ich einen Mega-Hype. Vielleicht und haben sie die Rezeptur geändert. Ja, entweder es das. Es ist sauteuer, es kostet irgendwie 40 Euro für wie viel Kartoschen? Und 30 Flaschen vielleicht oder weniger. Ist, nee, aber normalerweise Vitamin B12-Kur ist der absolute Knaller, aber dieses Jahr null Wirkung gehabt, wirklich. Ich war trotzdem noch müde es schmeckt und kaputt. Scheiße. Ja, was soll es denn bewirken? Dass du einen totalen Energieschub kriegst. Gute Laune, wachst auf, kannst gut einschlafen. Super sonst. Hat gute immer Laune funktioniert. Können wir heute auch gebrauchen, weil die Jungs sind heute zwar am Start, aber sie haben schlechte Laune. Also ich habe schlechte Laune und dann haben alle schlechte Laune. Wenn ich schlechte Laune habe, haben alle schlechte Laune. Wir haben nur schlechte Laune, weil der Chat uns hängen lässt. Ja. Manchmal sagen die Leute, ich wäre ein Egozentriker. Auch stimmt. Böser Chat. Okay, also das mit dem Ingwer hat ein bisschen funktioniert, muss ich zugeben. Das hat doch ein bisschen die Lebensgeister wach gemacht. Ich war um 4.30 Uhr oder so heute wach. Und, ich war auch schon sehr früh wach. War einfach so aufgeputscht. Ich glaube gar nicht, warum. Um kurz vor 6 war ich wach. Ich weiß nicht, warum. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und Nein, ihr lasst uns nicht hängen. Ihr lasst uns nie hängen. Warum sagst du sowas? Erst frisst du den Zettel und dann bestimmst du unseren Chat. Ja, es hat Gründe. Umgekehrt wäre mir lieber gewesen. Nee, ist halt Gründe. Warum wir? Habt ihr alle heute schon kein Fleisch gegessen? Ja, ich schon.
Also ich habe Ingwer gegessen. Ist Ingwer Fleisch? Ich weiß das nicht so genau. Ich kenne mich da nicht so aus. Habt ihr das Hero Cast Game da oben ausgepackt und gezockt? Ja, aber natürlich. Und es ist tatsächlich nicht original verpackt, auch wenn es so aussieht. Das ist ein altes Spiel, tausendmal durchgespielt und ich habe nur eine Hülle dafür anfertigen müssen. Ja, und ich schenke ihm die Claymore-Saga und der Penner vertickt das. Dämlicher Flachwichser. Weil ich schon eine Claymore-Saga hatte. Weißt du, wie teuer das war? Weißt du, wie teuer das war? Ungefähr das willst du nicht wissen. 80 oder 100 Euro. Ja. So viel Wert liegt auf deinem so Geschenke. Viel, so viel, ja. Aber, also, ich habe viel, viel... Hättest auch reinscheißen können, weißt du? Das ist genau dein Stil. Aber ich hatte ja schon eine Claymore-Saga und ich habe ja viel, viel weniger dafür bezahlt. Nämlich gar nichts, weil das nämlich unsere alte Claymore-Saga war. Und dafür habe ich ein paar Teile wieder nachbestellt, die kaputt waren. Und das Ding wieder frisch gemacht. Und dann war es richtig, richtig schön. Und da habe ich gedacht, zwei Claymore-Sagas, dann verkaufe ich doch einen. Nein, ich weißt du... Ich habe auch 70 Euro... Bleib deiner Linie doch einfach treu. Cut mich doch einfach an zu Weihnachten. Ja. Scheiß mir einfach ins Gesicht. Also ich glaube, bei dem Chat ist es so, dass nur Lucky Ponko uns nicht hängen lassen hat. Ja, nur einer war cool. Ja, der Rest war Vollversager. Darf ich jetzt? Ja, du darfst. Sonst nehme ich euch die Mikros wieder weg. Ich hätte sie euch niemals geben dürfen. Dann werfe ich die aus dem Fenster. Ja. Jetzt siehst du es. Jetzt siehst du, wohin das führt. Was wollte ich sagen? Ich will auch 10 Bier. Du kriegst überhaupt kein Bier. Also bei dir hatte ich ehrlich gesagt gedacht, dass ich dich heute einfach abholen tue. Ja. Nee, ich mag nicht mehr trinken. Ich mag einfach nicht mehr trinken. Nee. Ich habe mit meinen Arbeitskollegen eingetrunken. Wir haben alles gesoffen. Wir haben Gin gesoffen, wir haben Jack Daniels gesoffen. Ja, aber du musst es doch nicht immer gleich so vertreiben. Wir sind Handwerker, Mann. Was denkst du, wie das ist, wenn ein Haufen echter Männer da sitzen, die sagen, komm her, wir trinken jetzt das. Na, komm her, wir trinken jetzt das. Ich misch das Ding. Und nach 4 Stunden ja kotzen wir alle auf den Boden. Ja, nee, ganz das ist harte Männerscheiße, ganz Mann. Toll, ja. Mit so einem Scheiß kennst du dich nicht aus. Ja. Pussy. Nein, es war ganz übel und ich finde das ganz eklig und deswegen habe ich gesagt, erst mal trinke ich noch mal das, was ich immer am liebsten mochte. Ich trinke eine Flasche Penno und dann trinke ich nichts mehr. Ich habe den neuen Ghostbusters geguckt. Oh, und? Im Kino? Ja. Cool. Ja, in Amerika? Mhm. Ja, und? Nee, auf Deutsch tatsächlich. Ja. Ja. Ja, was habt ihr davon so gehört? Gar nichts. Gar nichts? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe einen ganz alten Trailer gesehen und wollte davon nichts weiter wissen. Das mit Gemächt tauschen. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, als ich die ersten Reviews davon gesehen habe, von bekannten deutschen Streamern und auch ein paar amerikanischen, habe ich schon gedacht, oh je, das ist ja die absolute Vollgrütze. Die fanden ihn alle durch die Bank viel, viel schlechter als den ersten. Oh. Also den ersten... Ihr wisst schon, wie ist der nochmal NSC oder Afterlife oder wie auch immer der hier nochmal. Analife. Genau, viele verpasste Chancen und bla 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 und so weiter und so fort. Im Nachhinein, also der Film geht echt ganz schön lang, irgendwie eine Stunde 50 oder so. Schon lang. Rauscht so an einem vorbei. Aber es ist auch wenig Substanz dran, muss ich sagen. Mhm. Viele haben gesagt, das Problem ist, dass der zu viele Handlungsstränge aufmacht, die dann nicht so wirklich weiterverfolgt werden. Und man springt immer zwischen den neuen und den alten Ghostbusters hin und her. Und da hätte man doch vielleicht ein bisschen besser bla 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 bla. Ganz im Ernst finde ich überhaupt nicht, dass das Problem ist, dieses Films. Das Problem dieses Films ist, dass er zu witzig ist. Also die Gagdichte, also die Möchtegern-Gagdichte, ist einfach zu hoch. Da kommt jede Line, die gedroppt wird, ist irgendwie so ein witzig gemeint. Und das ist mein Hauptproblem. Und dadurch hat das überhaupt gar keine Gravitas und auch nicht so viel Herz, finde ich. Also sehr schön. Wirkt wie so ein, hey, wir wollen dich jetzt entertainen, aber wir sind völlig aufgedreht, weil wir Koks genommen haben. Ding. So. Ich fand den Ghostbusters mit den Tussen gut. Ich sag's immer wieder, ich fand den gut. Ich fand den richtig gut. Raus! Jetzt reizt. Meine Zettel fressen okay, aber. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Nicht so viel saufen ist auch schön. Haben Kanni und Quink auch schon früher vorgegeben. Ja, das sind ja wirklich große Vorbilder, was das angeht. Ich hab's vergessen. Na was? Ja, das weiß ich ja. Ja, guck mal, erst fallen wir uns einfach ins Wort, weil jeder was sagen will. Und dann fällt einem überhaupt nichts mehr ein. Und jetzt brennt meine Fresse, weil ich Ingwer gefressen habe.
Hat immer noch besser geschmeckt als ein Zettel. Das weißt du ja gar nicht. Ich lasse die Zettelsprüche gleich. Ja, warte mal, ich schreibe mir das aber auf den Zettel auf. Wir haben jetzt hier die Eierfrage wieder. Ich sehe vier, vielleicht fünf. Ja, aber du musst auch die 10, die du nicht siehst. Ja. Nein, das wäre ein bisschen. Das sind 7, weil ich habe 4 Eier. Unfair, das wäre unfair. Poor Things war echt gut. Sag, ach, gäbe es da wieder. Bist du immer noch in Ariland? Ja, wahrscheinlich schon, weil er erst am 31. wiederkommt. Und das ist, wenn ich richtig nachrechne, in 2 Tagen. Insofern ist er immer noch in Amiland. Ach, ja, Things, ich habe ihn noch nicht gesehen. Jetzt fängt er schon wieder mit Jun an. Tom kocht Shorts. Wann? Nicht mal ein Gag zu einem. Nein. Tom Koch Shorts mache ich immer sehr gerne, aber wird sehr wenig geguckt. Muss ich aber leider sagen, auch genauso wie Tom kocht inzwischen wenig geguckt wird. Warte mal, guten Tag und viele Grüße aus dem schönen Berlin. Also am häufigsten geguckt wird tatsächlich in letzter Zeit wieder Polisemia. Wo ist denn das schöne Berlin? Naja, aber vielleicht liegt es daran an der Gericht, also der Auswahl der Gerichte? Ja, glaube ich nicht. Am Schnitt? An den Gags? Alles. Meinst du? Ah, okay. Nein, ich habe keine Ahnung. Jetzt weiß ich es wieder. Interessiert mich aber auch. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe Episode 1 gesehen. Nach, ich glaube, 10, 15 Jahren das erste Mal wieder. Oh Gott. Und er war noch viel schlechter als damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also wirklich, der ist so dämlich, der Film. Wie sind die darauf gekommen? Nicht nur, dass der, gut, für 1999 sah er noch ganz einigermaßen gut aus, aber es war furchtbar. Es war so auf 6-jährig gedreht, es war albern, es war Slapstick-Mist, es war nur, es ging nur um Politik und, oh Gott, war der schlecht. Ja, war. Oh. Und Confucius hatte einen Commodore, also einen C128. Oh, der feine Herr. Ich musste mich mit der Hälfte begnügen. Ja, echt, wir hatten nur einen C64. Da hinten steht. HeroQuest habe ich noch auf dem Blatt Papier. Also ich habe es mir quasi auf den Zettel geschrieben. Heute könntest du das nicht mehr mit Mirko spielen. Aber damals kannte ich Mirko noch nicht. Mir fallen noch ein paar Zettel mit rein. Ja, ich weiß. Aber siehst du, ich habe das auch nur gemacht, um deine Kreativität zu fördern. Ja, das ist nett. Aber dann, und dir zuliebe stecke ich mir das nächste Mal was in den Arsch. Damit du kreativ werden kannst. Und danach ein Zettel. Ja, und danach mal gucken, was passiert, und danach wenn du dir einen zusammengerollten Zettel in den Arsch steckst und Mirko ihn auffressen will. Das würde ich mal gucken. Vielmehr würde mich jetzt interessieren, ob Mirko jetzt weiß, was auf dem Zettel steht. Verstehst du? Das glaube ich. Obwohl manche sagen ja, man macht Sachen aus dem Bauch heraus. Also. Ja! So, zum Beispiel kotzen. Ja. Warum will Tom immer was im Hintern haben? Ich doch nicht, Torben ist da. Nein, das ist schon Tom. Ja, er fängt damit immer. Er sagt immer Analfisten, also das würde ich nie machen. Sköller sagt, Hot Take. Bin immer noch der Meinung, in der Hauptserie gibt es einen richtig guten Star Wars Film. Ja, finde ich auch. Und das ist Rogue One. Rogue One ist mein Lieblings-Star Wars Film. Ist nicht schlecht. Aber ich mochte alle drei. Aber ich glaube, den dritten mochte ich damals tatsächlich am liebsten. Weil der wahrscheinlich auch am Kind. Ach, du meinst 7, 8 und 9? Ja. Nein, 4 und 6. Also der 6. Na, wie heißt er? Das Imperium. Nee, gerade eben nicht. Rückkehr der Jedi-Ritter. Genau. Das war mein Lieblingsfilm damals als Kind, weil die Ewoks. Ja, meine auch. Die Ewoks und die durch den Wald geflogen sind und dann lustige Sachen passiert sind. Als Kind war das okay. Weil das ist. Nee, das ist. Pass auf. Das, was im Arsch ist auch mein Lebensmotto. Das, den Kinderscheiß, den man heute macht, war ja in unserer Jugend in den 80ern nicht so. Das war viel grausamer. Überleg doch mal, Artax haben sie absaufen lassen. Das war völlig kindungerecht. Wir sind mit Struwwelpeter groß geworden, mit Max und Moritz. Die sind alle grausam dahingerafft worden. Apropos, die unendliche Geschichte wird auch wieder. Och nee, ne? Was Michael Ende würde sich im Grab umdrehen. Naja gut, ich meine, der Name ist Programm. Es gab einfach zu viele Klagen. Ich will mal Geld zurück, der Film ist zu Ende. Ja, und da hat schon wieder jemand verklagt. Artax, ich sag ja, es gibt zwei also, Pferde, die werde ich nie vergessen in meiner Kindheit. Artax und Boxer. Und weißt du, wo ich mir wirklich schon... Wer war Boxer? Boxer ist der aus Animal Farm von dem guten... Orville. George Orville, ja.
Toller Film, guckt ihn euch an. Aber nicht diesen komischen, echt gemachten, sondern den alten Zeichentrick von 1984 oder so. Ja, ja, den habe ich auf Laserdisc. Was, echt? Cool. Ja, allerdings. Der war grausam. Artax. Also, ich habe mir ja schon Sorgen gemacht, als ich meiner Tochter mal diesen Film gezeigt habe, also die unendliche Geschichte. Und die ist hier. Und sie bei Artax jetzt noch nicht unbedingt, also sie war nicht besonders beeindruckt. Naja, das Ding ist ganz einfach, die hat dich gefragt. Das war nicht dann, krass. Das Pferd, ist es jetzt tot? So? Tot? Ja, und das ging dann immer. Tot. Das war das Zeichen für tot. Ja, es ist jetzt tot. Das, ja, das ist tot. Das liegt daran, dass sie nach dir kommt und du ein herzloser Wichser bist. Ich bin kein herzloser Wichser. Oh doch. Ich lass mich nur nicht so. Ich bin eben so wie so ein Jedi-Ritter. Ich lass mich nicht von meinen Emotionen so übermannen. Alter! Ich wie bin ein Jedi-Ritter. Du bist ein Soziopath, bist du. Ein Wahnsinniger. Ein völlig ausgekleckter. Du bist ein Sith-Lord, bist du vielleicht. Genau. Obi-Wan Tom. Obi-Wan Tonobi. Irgendein komisches China-Gericht. Aber egal. Wer ständig immer von seinen Emotionen übermannt wird, kann nicht klar denken. So ist das nun mal. Ja, so ist das. Und weißt du, was daran schön ist? Alles. So. Du dämlicher, durchprogrammierter Flachwichser. Du Zettelschreiber. Ist ja gut. Fand die Antrag-Szene so traurig damals als Kind, als der Film, von dem ich richtig Angst hatte. Aber der Film, von dem ich richtig Angst hatte, ja, okay, war The Return to Oz. Den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ich habe noch nicht mal The Wizard of Oz gesehen, aus den 30ern oder wann auch immer. Nein, da geht es ja auch nur um Drogen und um keine Ahnung noch was. Nicht. Mir tut mein scheiß Arm weh, tu was dagegen. Wichser. Ich glaube, Wizard of Oz war, glaube ich, ja, ich muss berühmt, weil der irgendwann in der Mitte dann einfach ein Farbfilm wurde. Kann das sein? Und es da sehr, sehr unüblich war. Tombi van Kenobi, ich meine, ja, sowas, sowas gehört zu haben. Sicher? Naja, deswegen war der so krass bekannt. Also ist er bis heute. Ja, Stephen King redet nur von diesem verdammten Film und dem Buch und allem Scheiß. Ja, da ist er eben aufgewachsen. Furchtbar. Also, er hätte schlechtere Sachen sich durchlesen können. Die Dinos war ich nie so ein richtiger Freund von. Das war nicht schlecht, aber irgendwie war das dämlich. Das war so weichgespült. Das war so typisch 90er. Kannst du dich erinnern, die Dinos, Menschen in solchen komischen Kostümen, wo sie die Finger bewegt haben und die Augen und der Mund plapperte? Ganz furchtbar. Ich glaube, von Disney war das, ne? Aber wenn der Wind weht, hat mich traumatisiert. Oh, wenn der Wind weht, ja. Total geil. Und mich würde mal interessieren, wie alt warst du da? Weißt du noch, wie alt du warst? Lass mich doch mal eine Frage stellen. Ja. Du frisst meine Zettel und fällst mir das Wort. Also, wie alt warst du da, als du traumatisiert worden bist? Ja, jetzt werde ich wach. Jetzt bist du wach. Ja. Meine Wut erwacht. Ihr wolltet mich doch emotional haben, oder nicht? Nö, das kannst du ja gar nicht. Kannst du ja nicht. Ja, richtig. Was? Genau. Wie alt warst du, Marc? Ich möchte das jetzt mal wissen, weil ich teste noch, wann man das Kind am besten traumatisiert. Ach bitte, das Kind ist voll hart im Nehmen. Ja, das ist. Das fragt sich auch die alten Leute. Mein Gott, waren ja alt, was soll's? Weg über den Jordan. Aber die andere Frage ist, womit willst du das Kind traumatisieren? Ja, warum willst du dein Kind traumatisieren? Ich will es doch nicht. Hast du sie nicht mehr alle? Ich will doch nur wissen, wann das so ungefähr. Weil ich glaube tatsächlich, dass es eine Zeit gibt. Bei mir war das so, als ich so acht bis zehn. So, in der Zeit habe ich plötzlich so Ängste kennengelernt. Ängste. Zum Beispiel. Als ich so 9 war, sagen wir mal so, ungefähr 9, habe ich plötzlich eine unfassbare Angst bekommen, dass meine Mutter sterben könnte. Komischerweise bei meinem Vater. Aber egal. Ich hatte unfassbare Angst. Die ist immer zum Sport gefahren. Auch ich meine, dann wurde es auch mal ein bisschen später und dann war es auch abends schon ein bisschen früher dunkel und so. Und wollte mit dem Fahrrad einfach zum Sportverein fahren, der einfach mal so 10 Minuten entfernt war. Und ich wollte sie nicht weglassen, weil ich so eine Angst hatte, dass sie sterben könnte. Was ist denn mit dem anderen? Das weiß ich noch. Wann war denn das andere Trauma? Wie alt warst du denn da? Welches? Der Futterneid. Nein, der Futterneid. Nein, pass mal auf. Das war gar nicht so schlimm. Ich bin einfach von Natur aus Futterneid. Jetzt pass mal auf. Doch von Natur. Jetzt pass mal auf. Also hast du gelogen. Ja, du hast uns Geschichten erzählt. Also hat es aber nicht besser gemacht, dass mein Cousin immer bei uns mitgegessen hat und dick war und immer alles weggefressen hat. Pass mal auf. Auch Zettel? In den 80ern. In den 80ern, als wir groß geworden sind, ja, da haben wir viel gehört, man hat viel mit anderen gesprochen, wir wussten es aber nicht. Unser größter
Freund wie auch Feind war der Gedanke. Deswegen konnten wir noch Traumas kriegen. Wisst ihr, warum die heutige Jugend keine Traumata mehr kriegen können? Weil die sich, wahrscheinlich deine Tochter auch schon vor einem Jahr mit ihrer Freundin getroffen hat, sind nach Hause, als die Eltern nicht da waren, ins Internet und erstmal Rockobums sonst wen in den Arsch geguckt haben. So, die kann nichts mehr schocken. Verstehst du das? Die fragen sich was und gucken nach. Die Möglichkeit hatten wir nicht. Guck mal, uns hat unsere Fantasie gemacht. Aber, die haben keine Fantasie mehr. Das ist vorbei. Pass auf, aber da ist die Gier natürlich sehr, sehr gut. Weil die haben so langsam mitgekriegt, warum sollte man eigentlich ständig kostenlose Pornos ins Internet stellen? Jeder will Pornos. Die gibt es einfach gar nicht mehr so einfach zu kriegen. Und wenn, wird am Ende nicht ins Face gespritzt. So ist es nämlich. Was? So läuft die Kiste. Was? Ja. Aha. Das wusstet ihr noch nicht. Nee. Ich auch nicht. Noch nie etwas Realistisches oder sowas Trostloses gesehen. Wie uns jetzt. Achso, es ging um ein Land vor unserer Zeit. Oder? Ja. Stimmt, mal komm, Rocco als Special Guest. Das wäre so cool. Also wenn er mal 90 ist, ja, dann holen wir ihn mal. Ja. Wenn er nichts mehr zu tun hat, so auf der Terrasse sitzt. Ach, der Rocco. Ja. Ich glaube, für den müssen sie auch einen Spezialsarg entwerfen. Ja, ohne Kack, mit so einer riesen Auswölbung. Oh, pass mal auf, rate den Film. Senfmeister, ich könnte mir vorstellen, du bist irgendwie Anfang der 90er geboren. Ja, nee, Mitte der 90er geboren. Hab, glaube mal, mit 7 einen sehr brutalen Film auf VHS von meinem Vater gesehen. Da wurde so einem der Arm abgeschossen. Ja, das war John Black, dieser Joe Black in Jack Black in der Schakal. Bruce Willis. Der war gut. Und der war, glaube ich, so Mitte 90er oder Ende 90er. Nee, Mitte 90er. Der kam raus, als ich in den USA gewohnt habe. 97? Nee, vorher. Schau mal nach. Feuer. Der müsste 95 oder 96 raus. Das ist zum Beispiel ein Film, den fand ich, als ich jünger war, gar nicht so dolle. Heute finde ich den Schweine gut. Ich habe den seit ein paar Jahren, läuft der immer mal wieder im Fernsehen. Ich finde den klasse. An dem Film, was so super geil ist, ich habe Red Corner und der Chakal bei dem Kino in den USA gesehen. Und du hattest den guten Richard, der ja beide Hauptrollen gespielt hat. In Red 97. Corner. In Red, 97? In Red Corner hat er einen Amerikaner gespielt, ganz normaler Akzent. Und in der Chakal hat er ja einen Iren gespielt. Mhm. Und er hat einen so üblen irischen Akzent gesprochen. Und das ist natürlich schon sehr geil, wenn du das auf im Original guckst, dass du siehst, welche schauspielerische Leistung da dahinter steckt, dass die halt richtig, den Akzent auch dementsprechend können. Und. Das ist schon ganz geil. Musst du eine Schachtel Zigaretten hochhalten. Genau. Ja, das ist der. Ja. Ist der Schakal von 97, aber der Schakal ist tatsächlich von 97 mit Bruce Willis, wo er blonde Haare hat. Das ist auch nur ein Remake von einem ganz alten Film. Genau. Und basiert auf einem Buch von Frederick Forsyth. Das kann schon sein. Ich wollte nur und ganz kurz sagen, Buch weil ich ja vorher Schakal nicht zur Rede gekommen bin und leider jemand Bier, meinen Zettel gegessen hat, wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen, dass wir heute die 50. Todtagsfolge haben. Und aber auch das 15. Jahr auf YouTube feiern. Und deswegen habe ich gedacht, gucken wir uns mal Polysemia 15 und Polysemia 15. Ach, Muster, das ist so langweilig und scheiße. Ich finde das gut. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber das ist Mist. Also mit einem müssen wir anfangen. Was findet ihr wichtiger? Fangen wir mit 50 an? Nein, warte mal. Das ist doch ganz einfach. Guck mal, ich bin 43, du bist 58. Ja. Wir haben die 50. Folge. Und 15 Jahre dabei. Das heißt, wir gucken Folge 34. Nee. Dann lasst uns die allererste Polysemia-Folge gucken. Nein, die haben wir schon 20 Mal geguckt. Haben wir schon 10 Jahre. Lass uns gucken wir die 28. 27, weil 1927. Hast du einen 50-seitigen Würfel? Sowas existiert, glaube ich, nicht. Schade. Obwohl, ich glaube doch, es gibt sogar 100 Seiten. Bestimmt. Und die sind aber so, dass man da eine Wasserwaage drauf machen muss, um zu wissen, was man gewürfelt hat. Wie viele Seiten hat der 20. 20, das ist doof. Wir haben 50 Folgen. Ja. Dann können zwei B20 und ein 10er nehmen. Hallo, natürlich gucken wir 50 und 15. Warum? Ja, weil es zu den Jubiläen passt. Hört ihr nicht zu, oder was? Ja, aber das ist doch scheiße. Ey, du müsstest es doch in deinen Gedärmen spüren, jetzt, was ich da aufgeschrieben habe. Ja, aber jetzt kommt der Diktator wieder raus, ne? Ja.
Jawohl, Herr Obersturmbannführer, machen Sie an. Reenacted doch schnell die Folge. Ja, es können wir. Vielen Dank auch. Nee, keinen Bock. 47,7-seitigen Würfel. Okay, dann hau doch jetzt irgendeine Folge raus. Dann hau doch jetzt die 15. Du sitzt da. Wir hauen jetzt die 15 raus. Du sitzt doch eher an der Macht. Wieso? Der Ton geht ja sowieso wieder nicht. Ja, pass auf. Ton. Also, doch. Also, ich könnte natürlich den Ton laufen lassen über den ganz normalen Ton, der hier im Fernseher drin ist. Werde ich aber nicht tun. Weil wir ja auch den Ton hören müssen und dann doppelt sich das wieder. Hey, wir könnten beide Folgen gleichzeitig gucken. Desktop 2. Transition, Baby. Beide Folgen gleichzeitig, das finde ich gut. Dann mache ich uns noch mal ein bisschen kleiner, würde ich mal vorschlagen. Was ist? Ich sehe irgendwie gerade gar nichts mehr. Ah, so. Okay. Nein, das sind wir nicht. Das sind wir. Ich mache es mal einen Tick kleiner hier, damit man auch alles schön sehen kann. Und dann würde ich mal sagen, ich mache tatsächlich den Desktop-Ton aus, weil sonst werdet ihr... Also wir haben die Möglichkeit zu wählen zwischen Ton, also wenn wir auch was hören wollen, ne? Zwischen Ton, der halt, oder Ton, der ein bisschen kacke ist. Was wollt ihr? Ich möchte... Bei Pulli 736 ist am Ende ein Mädchen eingeblendet, das sagt, das kitzelt im Gehirn. Das heißt, das kitzelt im Kopf. Ja, ich glaube auch. Oder das hat im Kopf gekitzelt oder irgendwie sowas, sagt die doch, ne? Bei mir kitzelt es im Kopf. Sag mal, ja, bei mir kitzelt es im Kopf. Ja, genau. Was war das nochmal? Das war aus irgendeiner Doku. Es war auf jeden Fall schon sehr witzig. Okay, jetzt warten wir noch auf Mirko, dann gucken wir uns die 3 Minuten mal an. Das wird ja wohl funktionieren. Und dann würde ich sagen, ich wollte ja den Desktop-Ton ausmachen. Und ich mache das bei uns so laut, dass ihr es auch auf jeden Fall hört. Es wird nicht gut klingen, aber man wird es verstehen. Ich wette, Folge 15 war doof. Das glaube ich auch. So, los geht's. Warte, jetzt. Oh. Könntest du mal die Flasche aus dem Weg nehmen, bitte? Danke. Dann halt nicht. Oh nein, es ist 50. Oh. Sorry. Technische Probleme. Nein. Welches war denn noch die einzige Jetzt. Folge, die wir nüchtern gemacht haben? Oh, stopp. So. Richtig. Ich will das wieder. Ich habe so viele gute Ideen dafür. Also, ich lege euch jetzt mal hier hin und das müsste eigentlich gut klingen. Hier aus Funny Game. Das fand ich einen verstörenden Film. King Kong. Jetzt so albern, diese Stop-Motion-Kacke. Guck mal, wie er da rumzuckt. Ja. Weißt du übrigens, dass King Kong jetzt auch bei der Olympiade mitmacht? Also welche Disziplin? 100 Meter Rücken. Immer noch ein guter Gag. Ja, gut, ich hab ja gesagt, die Scheiße. Könnten Sie mir diesen Schlüssel nachmachen? Aber klar. Und wie war's? Naja, irgendwie. Der nächste, bitte. Man filmt nicht gegen's Licht, du Idiot. Und ich bin unsterblich. Au. Weißt du, was ich bei dem Highlander noch nie verstanden habe? Das mit dem Kopf ab. Ich meine, was ist daran so besonders? Wenn man dir den Kopf abhackt, bist du auch tot. Ja, vor allem, das ist so originell. Ich habe da eine Schwachstelle gefunden. Wenn ich den Kopf abhacke, ist er tot. Ja, ohne seinen Kopf ist er wehrlos. Und was ist denn eigentlich, wenn das Universum mal in sich zusammenfällt? So in ein paar Milliarden Jahren. Schwebt er dann so einfach eine Ewigkeit durch die Luft. Ich verstehe es nicht. Ja, und stell dir mal vor, der kriegt mal Krebs oder so. Dann läuft er als posierender Knubbel durch die Gegend. Ey, das ist nur ein glubschiger Knubbel nach ein paar hundert Jahren. Schlaut mir den Kopf ab, weil du ihn findest. Außerdem sind die meisten doch gar nicht tot, wenn man ihn in den Kopf packt. Weißt du, im zweiten Teil, da ist schon Connery einfach so wieder aufgetaucht. Nee. Zweiter Teil? Ja, du weißt doch, im zweiten Teil. Es gibt keinen zweiten Teil. Doch, ganz sicher. Ein zweiter Teil wurde nie gedreht, klar? Okay, es kann nur einen geben. Ach, halt doch die Fresse. Und den dritten jetzt gucken? Das war aber ein sehr langer Gag. Ich fand ich ganz schön. War das alles schlecht? Pass auf, der Kaffee ist stark. Oh. Ich glaube, da bin ich da wirklich mit dem Hinterkopf dagegen gekommen. Okay, Topspieler Tom Bell. Der war gut. Elfmeter vor. Er ist top in Form. Der Verein kaufte ihn für 73 Millionen vom FCGV. Er bereitet sich vor. Er weiß noch nicht ganz, wie er schießen soll, aber er wirkt konzentriert.
Alles klar, jetzt macht er sich warm. Jeden Augenblick ist es soweit. Alter, was für ein Bewegungsregastheniker. Ja, hier kommt der Schuss. Da haben wir uns ja Mühe gegeben. Ja, echt. Ja. Was war denn das noch? Serienkiller. Ach, Serie, ja. Oh, sorry. Alter. Da hat mein Arm noch funktioniert. Wir haben eine Verabredung mit dem Schicksal im Zauberwald. Bist du bereit? Halt doch die Fresse. Halt doch die Fresse. So, ich wollte mein Porno auf dem Bau. Moin, moin. Das sieht doch echt schon merkwürdig aus hier im Zauberland. Genau wie bei uns zu Hause. Ne? Hier muss die Prinzessin wohnen. Hey, meine nächsten Freunde, der schlag ich in den Lockenschädel und fick da rein. Der geworden. Da kommt das, ey. Ja, sehr schön. Warte mal. Rapunzel, wirf dein Haar herunter. Und zack. Guck mal, wir haben diesen Trend haben wir los. Heute ist es ganz normal. Ja, echt. Tja, das war ja mal wieder eine ganz schön anstrengende Folge, ne? Ja, wir haben so ein paar Leute gefragt, ob die nicht vielleicht mal per Video uns loben könnten, so, ne? Also wie sie Kulisina so finden und am besten so nett wie möglich natürlich. Das war das Netteste, was wir gefunden haben, das zeigen wir jetzt. Ja, vor allem die Außenseiter haben gar nicht geantwortet. Kluge Leute. Ausziehen! Polynesia? Ja, die kenne ich. Die gibt's auch alle überhaupt nicht mehr. Aber ich finde die total dumm. Also ich finde die voll unlustig, ne? Weil ich verstehe die Witze total nicht, ne? Ey, die Polysemia oder Tightslap Boss oder Rumble Beast 666. Erstmal ist das voll verwirrend. Ja, wie heißen die jetzt eigentlich? Zweitens sind die sau scheiße, ne? Drittens sind die unlustig. Viertens, die stinken. Ich weiß gar nicht, wer zu Besuch war. Und fünftens, ey. Sie sind so hässlich, wenn ich die noch einmal sehe, ich könnte kotzen, echt. Immer wenn ich diesen Scheiß gucke, habe ich dieses unglaubliche Verlangen, mir die Hucke voll zu hauen. Das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Scheiße, Mann. Bitte auf. 2009. Alter. Ich werde nie wieder lachen können. Ich will wieder lachen. Die Farbe ist immer so packt und das ist keine Pointe. Nein, ich fand das nicht lustig. Doch, das war eigentlich ganz schön gut, ehrlich gesagt. Also, meine Güte, ich würde die Jungs abonnieren. Hundertprozentig. Ja, wie fandet ihr es so? Das war wirklich eine der besseren Folgen. Da hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Naja, oldschool. Ziemlich oldschool, und, ja. Und gegen das Fenster gefunden. Aber damals war das ja nicht oldschool, damals war das normal. Man merkt aber auch, wie viel Mühe drin stand, ne? Also drin steckte. Naja, also es war viel mehr Mühe, als wir uns jetzt zum Beispiel gerade machen. Das ist richtig. Bis auf die Vorbereitung des Zettels fressen. Weißt du, vielleicht ist das auch das Ding, dass viele einfach gesagt haben, die mit uns angefangen haben, dass. Also unsere Qualität lässt nach, das können wir den Leuten nicht mehr anbieten. Und wir haben einfach gesagt, scheiß drauf. Ja, ja, das kann sein. 2009 war YouTube irgendwie noch anders. Ja, allerdings. Konstruktive Kritik. Okay, hau mich blau, 23, hau raus, bitte.
Bitte? Wie schlank der Typ. Guck dir diesen Chat an. Wir fragen sie nach einer einzigen Sache. Nichts passiert und jetzt fangen sie an, dich zu dissen. Ja, ne? Was für Schlammfotzen, Alter. Finde ich gut. Aber wir sehen keinen Tag gealtert aus. Ist dir das aufgefallen? Ich vielleicht nicht, du dumme Schwein. Gut, ich gehe auf Tour. Jetzt mach doch wenigstens 50 an. Nein. Oh, er will doch dabei sein. Oh Mann. Ah, so. Also ich finde schon bitter, wie die uns hängen lassen. Nee, die haben uns gar nicht hängen lassen. Hast du das gelesen? Die haben das geschrieben, aber der Satz, es wurde nicht gepostet, ja, weil die Penis geschrieben haben. Ja, dann sollen sie Gemächt schreiben. Oder Glied? Glied. Ja. Testet das mal, schreibt mal Glied. Ich meine, das kann man ja nun wirklich nicht raus filtern, oder? Dann machen wir das gleich nochmal. Oh, also, Scheiße. Die Frage ist dann, welche? Nein, keine Frage, sondern Tom hat ein kleines Glied. So. Ja. Oder ein Wind, nein, ein kleines Glied. Glied geht. So. Perfekt. Also, sobald der Penner reinkommt, schreibt ihr alle, und zwar geschlossen. Tom hat ein kleines Glied. Und wenn der einmal aus der Reihe tanzt, komm ich zu euch nach Hause und mach euch perfekt nochmal alle. Und schlägt euch ja noch einen Kopf. Und schlägt euch noch einen Kopf und dann fick ich dann ein. Das kann ich immer noch, ja. Auch wenn ich fett bin. So fett bin ich doch gar nicht. Das sind Muskeln. Das sind Fick- und Fressmuskeln. So. Wie lange wird er mir das mit dem Zettel jetzt vorhalten? Oh, das darfst du dir noch ein bisschen. Noch cooler wäre natürlich gewesen, wenn du wirklich Salz drauf gemacht hättest oder Mayonnaise oder. Ja, aber das wäre jetzt ein bisschen. Das war, na, das hätten wir vorbereiten müssen. Ja, das. Oh. Der Mann ist super heute. Ohne Scheiß. Ah, hier stinkt's. Du wolltest mir ein Bein stellen, aber ich bin zu stark für dich. Ist euch übrigens was aufgefallen? Wir haben ja 2009 angefangen, ne? Sonst hätten wir ja jetzt 2024 nicht dieses 15-jährige Jubiläum. Das ist Teil. Das war von 2009 und es war Folge 15. Wow, yeah. Was eine Schlagzahl. Da haben wir ganz schön viel. Guck mal, die mögen dich nicht. Weiß ich doch. Ihr seid tot. Ihr seid so tot. Damit habe ich mich abgefunden. Alles gut. Ach ja. Nee, also nach dem Konsum von diesem von dieser Wurzel der Schafen geht es mir eigentlich wieder relativ gut. Okay, den finde ich ganz lustig. Meet and greet auf Torbens Glied. Take a seat. Das ist gar nicht schlecht. So, ich wollte noch ein kleines Tasting machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen. Kann Tom zu mir nach Hause kommen, mich verkloppen? Mach ich. Denn ich würde jetzt gerne was essen, aber ganz ehrlich, ich will nichts essen. Ich will nur was trinken. Aber ich habe ja einen Kompromiss. Es ist keine bezahlte Werbung. Ich will es einfach mal ausprobieren. Nein. Weil das ist nämlich Food. Ach, habe ich mich auch schon mal gefragt. Das ist Food. Wobei, das war auch schon in den 90ern mal in, das war mal in den 80ern in, das gab's schon immer. Und es ist Fresh Berry und ich werde mir das jetzt reinkloppen. Also nicht komplett, ich werde mal probieren. Ich glaube, dass das für den Körper überhaupt nicht gut ist. Das glaube ich auch nicht. Was ist denn da drin? Es kommt von Y-Food. Mhm. Ich meine, warum Food? Ja, also Brot. Das ist schon mal nicht so ein besonders gutes Ding. Brot. Es hat, wie viele Kilokalorien hat das denn pro 100? 400? Stimmt, 400, in den 80er, 90er war das die Slim Fast, mit Harry Weinfurt, der dafür Werbung gemacht hat. Ist das kann es sein, oder? Das ist einfach Slim Fast. Es ist immer das Gleiche. Wieso ja, klar. So eine Scheiße noch? Na, weil ich in den 80ern groß geworden bin und da war Harry Weinfurt. Oh. Ganz große Nummer. Ah. Also, das hat nur 100 Milliliter haben 100 Kilokalorien. Das ist jetzt aber nicht besonders viel. Nein, gesagt. Das wäre ja auch schlecht. Weißt du, was da nämlich drin ist? Aber ich dachte, das soll sättigen. Da ist Kot drin. Wer glaubt das denn bitte? Echt A? Nee. Ist ohne Scheiß A? Da ist ganz viel Zellulose drin. Also ungefähr 15 Zettel. Also alte Taschentücher. Vollgewichste Taschentücher sind da drin. Ja, Zettel sind drin, ja. 15. Da stehen Lottozahlen drauf. Also. Alles, was angefangen wird, wird ausgetrunken. Da wird wahrscheinlich ganz viel Getreide und so reingeknüppelt. Ja, das schmeckt aber auch nach Schokolade. Das schmeckt nach Erdbeerschokolade, aber billiger Erdbeerschokolade. Ja, das ist kein Scheiß.
Ja, irgendein Filmmaterial ist drin. Ich war nicht dran. Einer von euch kann... Nein, noch, danke. Wenn ihr es auch so schafft wie ich. Also ich kann es mir mal von der Seite zeigen hier. Ich wollte demnächst mal wieder ganz viel Obst und Gemüse essen und so. Tut mir mal gut. Bukake Party. Dann kann man auch wieder mehr ficken. Es ist... Aber du isst doch die ganze Zeit... ich esse nur Schokolade, eigentlich. Also mein Schokoladengeschmack also, ist es nicht. Du isst ja kein Fleisch oder irgendwas. Also ich hätte gar nicht Schokolade irgendwie erwartet. Ja, habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Das Blöde ist, wenn man spezielle Medikamente nimmt, die sind ja dafür da, um zu sagen, scheiß drauf. Und dann will man sich den ganzen Tag nur Gutes tun. Und dann, dann muss man sich wahnsinnig zusammenreißen, um zu sagen, okay, pass auf, ich hole mir jetzt nur mal hier Kohlrabi und Paprika und was zum Dippen und so. Und ja, das ist schwierig. Also hier sind 500 Milliliter drin. Wenn das 500 Kilokalorien hat, ist das... Mit Zellulose mit der Beckenkleister. Fast ein Cheeseburger. Okay. Aber möchte einer von euch mal nicht mit dem Mund ran? Nee, ernsthaft? Nee, ich will's nicht. Für dich interessant. Ich war vorher schon beim Schwanz dran. Danke. Zwei der Elsen, die uns zuschauen, beanspruchen den Service oder würden den Service beanspruchen, dass du zu denen nach Hause kommst und sie verklopfst. Ja, die haben ja nicht mitgemacht, also kriegen sie ordentlich einen auf den Arsch. Ja, die Frage ist, wie wollen sie verkloppt werden? Also ich mache das immer gleich, mit dem Pimmel auf den Arsch. Kannst du mal kurz vorlesen, was da drin ist? Pimmel auf den Arsch. Ich auch nicht. Fettarme Milch, Wasser, Milch, Eiweiß, pflanzliche Öle, Raps, Sonnenblume, Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, das meine ich eben, das ist zum Sättigen, ja. Lösliche Malzfaser, Reispulver, ich habe ja gesagt Getreide, das Getreide drin, bisschen geht nicht mehr. Reismehl, Reisstärke, Reissirup, Himbeerpulver 0,1%, getrocknete Erdbeeren 0,1%, Vitamine A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, B5 Biotin, Folsäure, Mineralstoffe, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan? Selen. Ja, hat Gottes Willen. Chrom. Ja, ich weiß. Also Chrom hier wie bei Mad Max Fury Road oder was? So. Krass. Molybden. Jod. Jod ist überhaupt nicht gut, das setze ich in den Knochen fest. Maltodextrin, Süßungsmittel, Adrenochrom, Aromen, Farbstoff, Glykopin. Stabilisator, Gelan, arbeitet, lalalala, Algenemulator. Das fällt mir gerade ein, ob dieses Chrom in die Fresse sprühen so ein bisschen zurückging auf dieses Pizzagate und dieses Adrenochrom-Zeug? Na, egal. Wovon redest du gerade? Du bist in deiner Bubble. Bleib da. Bleib da bloß. Was ist Pizzagate und Chrom in die Fresse schießen? Du hast nichts gehört. Möchtest du vielleicht ein bisschen Papier essen? Das hat viele Ballerstoffe. Der Algenemulator. Kann man SpongeBob drauf spielen? Ja, doch. Nee. Ich esse doch lieber richtiges Food, wenn ich mir fast Ess zwei Gemüse. Meine Güte. Wenn ich mir fast ist zwei imperativ Befehlsform. Wenn ich mir fast zwei Cheeseburger gesagt? Hierfür reinknallen könnte, dann würde ich mir zwei Cheeseburger reinknallen. Anstatt was hier zu trinken. Ja, aber da ist Käse drauf, da sind Röstaromen entstehen, die führen zu Sucht, da ist Fleisch drin. Ach, alles Sucht. Ungesunder Dreck. Ach, du mit deiner Sucht immer. Jetzt mal ohne Scheiß. Alles, du bist immer so, alles löst eine Sucht aus. Alles. Brot. Aspartam macht süchtig. Das Aspartam macht doch gar nicht süchtig. Aspartam ist giftig. Brot. Gut von mir aus. Aber Zucker macht süchtig. Aber Zucker macht hochsüchtig. Ja, aber Zucker macht viel, viel süchtiger als alles andere. My Food ist Milch mit Getreidefusseln. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Können wir jetzt die 50 gucken? Oh ja, alles, bitte. Was man noch so übrig hatte. So, wollen wir die 50 gucken jetzt oder was? Ja, können wir machen. Ja. Sex kann auch süchtig machen. Wer macht das? Ach ja, ich mach das ja. Okay. Habt ihr vorher noch eine Frage? Hau mich blau hat da was ganz Schönes geschrieben. Was hat er denn geschrieben? Gesundheitstipp. Dein Tagesbedarf an Vitamin B6 ist nach 1,3 Kilogramm Nutella bereits gesättigt. Für die Das kann man sich ja durchaus mal geben. Ach ja, wie war das nochmal? Okay, gucken wir. Was ganz wichtig ist, ist Vitamin B12. In Bier ist nur ganz wenig davon enthalten. Deswegen trinkt ganz viel Bier, um euer Vitamin zu kriegen. Ist auch sehr schön, ja. So, also zu Ehren der 50. Tom und Torben Show gucken wir jetzt die 50. Polysemia. Muss das sein? Das nennt sich Fusion. Können wir sowas in der Art? Also es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Außer, dass wir die Protagonisten sind. Und Mirko der Kameramann. Also hier nicht. Ihr wisst schon. Also wir schalten jetzt nochmal um
Und dann wollen wir mal sehen. Stopp, das war der falsche. So, hier sind wir richtig. Entschuldigung. Alter, was geht? Oh Gott, ein Crossover. So, zwei Nutella, Gläser Nutella. Warte mal, ich regel das schon. Es war notwendig, tut mir leid. Okay, dann wollen wir. Ach ja, der arme Kerl ist doch gerade gestorben. Der arme. Willkommen zum Polysemio 50. Präsentiert von den Zuckerbrüdern. Alter! Das war echt ein geiles Lied, oder? Aber wir brauchen ein neues Intro. Ja, eigentlich schon. Ja. Ja, so weit sind wir doch nicht. Wir fangen ja ganz von vorne an. Soldat, wenn Sie mir nochmal beim Pinkeln auf den Schwanz gucken, werde ich sehr böse. Diesmal hat es mir noch gefallen, aber diesmal. Runter! Geben Sie mir 50. Puh, da war ich auch noch drin. Sir, ich habe nur 20, Sir. Ich finde es bis heute schade, dass man den 20 gar nicht erkennen kann. Ich hab's gesagt, aber ihr... Was wird das denn hier, wenn fertig ist? Türspion. Doch, eindeutig. Lampenfieber. Hallo, Echo. Hallo, Echo. Das ist ja cool. Das mache ich auch, pass auf. Hallo, Echo. Was ist denn jetzt los? Das hast du mir noch gegeben. Echo-Verleihung. Ja. Ach, muss ich wohl abnehmen, ne? Besser. Poolbillard. Scheiße. Tom, ich hab's echt satt. Ich geh zurück zu meiner Mutter. Da geht mir echt die Pumpe. Na, Kleine, willst du mir einen? Wie oft wir den gemacht haben. Ja, ne? Ach, jetzt wäre ich fast mit angezogener Handbremse losgefahren. Ja, schade, dass man das gar nicht gesehen hat. Ah, da waren wir bei Holger im Studio. Dass es jetzt nicht mehr gibt. Da ziehen die heute aus. Super. Und Mario ist heute 50 Super geworden. Super Mario. Na, ja. Vor ein paar Tagen ist er 50 geworden. War eine Aufzeichnung. Das sind die beiden, von denen wir gerade geredet haben. 50. Folge ist ja voll gruselig heute. Film reinziehen. Bei der feinste Stoff hier. Ah, nee, doch nicht so. Ah, ein Film reinziehen. Ja. Hauck. Wer hat das eigentlich gefilmt? Ein Joch. Vielleicht heute. Hat Spaß gemacht, ne? Morgen wieder. Ja. Sag mal, ich muss meine Puffrechnung bezahlen. Kannst du mir vielleicht was pumpen? Ja. Und ist jetzt flüssig? Keine leichte Aufgabe. Ha! Fußmatte. Völlig unterschätze. Ja. Oder einfach nur schlecht. Ja, was wolltest du spielen? Risiko. Das hab ich nicht. Schach. Das kann ich nicht. Wie wär's denn mit Mühle? Da können wir machen. Oh. Das war's. Sehr. Mein Schwanz vertan. Wo ist er her? Den gibt's auch immer noch. Ja, übrigens. Ja. Robert. Im Ernst jetzt? Ja. Streichholz. Fand ich nicht gut. Den fand ich gut. Mach mal weiter. Architekt. Du musst bezahlen.
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika! Scheiße! Gynäkologe! Ja. Arbeitslose! Und der Haifisch, der hat den. Das war so bescheuert! Haben wir dir denn nicht noch Mehl auf den Kopf gekriegt? Groschenoper. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Wir haben dir ziemlich oft Mehl auf den Kopf gekippt. Ja, allerdings. Groschenoper. Erdbeben mit Schlagsahne. Ich verstehe. Darüber machen wir heute lieber keine Witze mehr. Das müssen die Nachbarn gedacht haben. Latschenkiefer. Ich habe auch noch Handschuhe. Handschuhe, verstehst du? Luke, ich bin dein Vater. Nein! Oh Mann. Da guckst du was. Alter, du bist schwer auf Draht. Roman. Na, wo ist denn die Seife? Reib dich damit schön. Seifenopa. Hallo und herzlich willkommen zu den Polylympics 2017. Und nachdem die Rektoren uns so schön unterhalten haben, gehen wir weiter zu Torben Baumann am Bachen. Danke, Torben. Als nächstes sehen wir den amtierenden Europameister im Radschlagen. Eine tolle Leistung. Und vor dem großen Finale schalten wir noch mal eben zu den Läufern. Und jetzt zum großen Finale. Seien Sie live dabei, wenn der Weltmeister in den Ring steigt. Boah, das ist ja 40 Grad. Das ist ja scheißenheiß. Oh, Kühlergrill. Heute könnte ich sogar auch ein bisschen Rauch reinfügen, kein Problem. Was ist denn hier los? Seid ihr nicht ganz dicht oder was? Nimm mal das Handy da aus der Hand und das Bier zur Seite nehmen. Und vor allem auch ordentlich gibt jetzt ein Bier. So geht das ja wohl auf keinen Fall. Ja, und immer diese Süßigkeiten dabei fressen, muss ja wohl wirklich nicht sein. Was ist denn das für eine Art? Fernsehkritik. Handle nur nach der riesigen Maxime, durch die du zeitgleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Kantholz. Und doch, nur wollen. Schachtelketten. Brennholzverleih. So, 3,50 Uhr. Hier. Ja. Wollen Sie mich verarschen? Das ist doch blöd. Kleider, wenn Sie brauchen. Arschloch. Na, Kleiner, willst du mal einen echten Hasen sehen? Torpedo. Ich hab doch gesagt, der ist gut. Er wollte ihn gar nicht machen, der Stricher. Diese überbacken. Torben, ein Penis ist sehr groß. Groß. Meiner ist im Guinness-Buch der Rekorde. Sehr schön. Far Cry. Ich fand den gut. Far Cry. Lieber Tom, ich freue mich schon sehr auf unseren gemeinsamen Skiurlaub. Ich habe meine Skier auch schon ordentlich eingewachst. Wir sehen uns dann am Bahnhof. Deine Anna. PS, wunder dich nicht. Ich habe einen Penis. Skimail. Torben. Sehr kontrovers. Kannst du mal die Hohen ein paar Körbe werfen? Ja. Das ist kackenöde. Ja. Wir müssen es auch immer übertreiben. Laden.
Pulli sehen, ja. Und ich war letztens in Hamburg, ne? Oh, das ist ein heißes Pflaster. Ne? Hamburg? Das ist doch kein heißes Pflaster. Das ist ein heißes Pflaster. Naja, so mehr oder weniger, so mehr. Dann kann man mal einen Gang reinmachen, der schiefgelaufen ist. Es riecht jetzt sehr nach verbrannten Haaren. Und das sind nur meine Arschlöcher, weil ich gefurzt habe. Ach ja. Gucken wir uns das emotionale Finale auch noch an. Ja, oder? Ja, ja, klar. So, liebe Leute, das war's. Polysemia ist zu Ende. Nicht nur Poly 50, sondern ganz Polysemia ist endlich zu Ende. Ja, es ist vorbei. Obwohl, ich muss ja ganz ehrlich sein, warum hätte ich eigentlich schon noch, oder? Ach, du weißt doch, wir können doch eh nicht aufhören, oder? Das ist schön. Es ist traurig, aber alles seinen Lauf. Und warum hast du jetzt nicht so ein schönes Video gebastelt? Nach für 15 Jahre? Ja. Hab ich doch. Früher hast du dir doch Mühe gegeben. Vor 5 Jahren oder so. Denn selbst der allerbeste Moment geht irgendwann vorbei. Wie ein Wimpernschlag, als wäre nichts dabei. Ich werde Dr. Hans Idler vermissen. Da ist noch mehr. Kommt noch was. Kommt noch was? Ach ja. Oh, habe ich letztens erst wieder gesehen. Ich finde die klasse. Alter, das war 2017, ne? Das ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre. 7 Jahre, ja. Oh Gott. Krasse Scheiße. Ey, ja. Wir sind echt ganz schön faule Schweine geworden. Das ja, ohne Fuck. Ja, damals haben wir uns auch Mühe gegeben. Also insofern, die letzten 7 Jahre waren eigentlich gar nicht so toll. Da haben wir fast nur Livestreams gemacht. Genau. Schwarze Filmdosen. Was haben wir noch gemacht? Das war's, oder? Tom Koch habe ich gemacht, ganz viel. Aber das ist tatsächlich schon 7 Jahre her, Alter. Das ist schon 7 Jahre. Das war 2017. Kommt das vor, als wäre das 2 Jahre her? Ich glaube, damals wurden auch noch mehr Zettel geschrieben. Ja. Ja. Die wurden aber nicht gegessen, deswegen konnten wir die Folgen drehen. Ja, Tom, oh, was hast du? Also ich meine, inzwischen, inzwischen stehen wir jetzt natürlich bei Polysemia 53, eigentlich bei 54, weil das ist ja das nächste, was kommt. Mein? Oder? 54, ja. Ja, 54, ja, 54. Also Polysemia ist doch nicht gestorben damals, aber... kommt mir vor wie höchstens 6,5. Ja. Ja, mir auch. Ehrlich gesagt, kommt mir das eher vor wie 3 Jahre. Ja, so. Ja, wäre mir jetzt, hätte ich jetzt auch das gedacht. Je älter man wird, desto schneller geht das im Gehirn. Ich weiß auch nicht warum. Desto weniger will man sich wehtun. Wenn ich mich an all diese Szenen erinnere, das war wahnsinnig anstrengend und aufwendig und besoffen und ich würde gerne wissen, wie viele Bier wir insgesamt gesoffen haben. Das waren wirklich sehr, sehr viele. Unfassbar viele gewesen sein. Ich meine, überleg mal, wie viel Bier
Flaschen und Kisten wir schon für diesen Gag brauchten. Hast du gesagt, und als ich nach Hause kam, da habe ich mir die Parade versprochen, aber man hat mich gesprochen. Und das waren schon an die 200 Flaschen, die einfach gesammelt worden sind. Und damals war das alles noch das gute alte Oettinger, wovon wir immer ganz fürchterliche Kopfschmerzen bekommen haben. Oh. Das war wirklich ein Gamechanger, als wir dann auf Qualitätsbier umsteigen konnten, weil ihr uns finanziert habt. Na gut, vielleicht haben wir auch einfach andere Arbeiten angenommen. Und so. Ja, ich glaube schon. Ne? Ich daran lachte. Also. Crowdfundet doch einen Polysemia-Film. Ja, also diese wunderschönen Experimente mit Crowdfunding. Wir machen einen Film. Die sind immer schief gegangen. Könnt ihr euch noch an Kartoffelsalat erinnern? Also da haben wir nichts mit zu tun gehabt, zum Glück. Das war dann schon die Generation nach uns so. Aber es war, also mit den Lochis und so, das war echt übel. Hast du das mitgekriegt? Die crowdfunden jetzt ein Spiel, die Macher von Baphomets Fluch. Wollen Baphomets Fluch 7 machen oder 6? Saugeil, ich freue mich. Ich habe mir Gameplay angeguckt, sieht richtig gut aus. Die haben das Spiel weitestgehend so gelassen, wie es war. Okay. Also von der Geschichte und vom Gameplay her und so. Mhm. Aber visuell richtig cool. Okay. Also 4K. Richtig gut animiert, neue Zwischensequenzen gemacht und so. Und du kannst auch, wie das bei diesen Dingern so üblich ist, einfach einen Knopf drücken und dann hast du das alte Spiel plötzlich eingeblendet. Und dann drückst du nochmal und dann geht's wieder. Das kennst gut. du, das kennst du natürlich nicht aus der Konsole. Nein. Aber Baphomets Fluch habe ich auf allem gespielt. Gesundheit. Nicht nur auf Konsole, sondern sogar auf Handy. Ja. Kartoffelsalat war Mörderknorke. Ja, natürlich war es nur ein Spaß, surreal. Das habe ich mir schon gedacht. Weil das kannst du im Leben nicht erstmal. Obwohl, ich habe den tatsächlich geguckt, ne? Also auch nicht im Kino. Ich habe den nie gesehen. Kann man den noch irgendwo sehen? Kartoffelsalat? Ach, bestimmt. Mit Fresh Torge und mit allen, die da berühmt waren, außer uns. Weil wir nicht berühmt waren. Gesundheit. Alter, verreckst du jetzt? Ja, cool. Oh, fuck you. Könnte ich noch mal ein Bier haben? Ja, gerne. Das ist es wert, oder? Ja. Mann. Gut, dass ich nur noch 25 Jahre arbeiten muss. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Wie lange musst du noch arbeiten? Weiß ich nicht. Über 20 auf jeden Meinst Fall. Meinst du dieses Jahr? Ja, okay. Über 20? Über 20? Ja, 21 oder 22. Du hast doch voll früh angefangen. Nö, mit 19. Recht spät sogar. Okay. Und was war mit der Zeit, als du als Minderjähriger angeschafft hast? Der dritte war ein Musical. Das wurde mir angerechnet. Ja. Es gab einen dritten. Was? Also den Wovon? Zweiten habe ich irgendwie noch mitgekriegt. Was? Oder haben die einfach so, wollten die witzig sein, haben den zweiten übersprungen. Das machen die auch manchmal, ne? Hm. Aber will man das? Ja, nee, ich will das nicht. Also Polizei, der Film könnte wirklich interessant werden. Also ich würde es auf jeden Fall so aufziehen wie ein Supernasenfilm. Auf jeden Fall. Oh Gott. Ja. Ich hatte da immer eine ganz andere Vorstellung. Nur aber, mit witzigeren Gags. Aber dafür habe ich den Memen. Oh nee, das sind die Tigeraugen. Nee. Tigeraugen kann ich nicht. Da habe ich wirklich sehr gelacht. Ja, dann lieber Richtung nackte Kanone. Nein. Ja, besser als die Supernasen. Ja, eine Mischung aus Supernasen-Kacke. Oder du nimmst Bud Spencer und Terence Hill. Nein, das wartet mal. Das jetzt hört mir doch mal zu. Eine straighte Rolle muss dabei sein, sonst ist es nicht witzig. Also, Bud Spencer, Terence Hill. Ich habe den Man und Boy-Boy-Film entwickelt. Ja? Und nee, der ist klasse. Ich habe keinen Bock, den ganzen Tag in diesem Kostüm rumzulaufen. Der besteht tatsächlich, der würde wahrscheinlich nur 15 Minuten gehen, wenn überhaupt. Und der besteht wirklich nur aus Schwachsinnsszenen. Ähnlich wie Nackte Kanone, so habe ich mir das zurechtgelegt. Es geht nur wirklich... Also wie Polysemia. Um Wortspiele und Quatsch. Ja, so ähnlich. Ich wollte es aber noch ein bisschen stumpfer machen. Vielleicht können wir ja einfach einen Untertitel nehmen, die abgefuckte Kanone. Ja, die abgefuckte Kanone. Ich freue mich schon auf die Neuverfilmung. So. Ich würde das aufziehen wie ein Serbian-Film. Ja, schön, sorry. Mit Liam Neeson, da freue ich mich schon drauf. Ja, das könnte lustig werden. Da gucke ich mir dann immer aus Ted 2 war es, glaube ich, diese eine Szene an, wo er diese Dinger kauft. Geh jetzt nach Hause und sie werden mich nicht verfolgen. Nein, dafür haben wir kein Budget. Also da habe ich wirklich schon gedacht, okay, das ist echt witzig. Oh, das war so gut. Und das meine ich ja. Er ist ja der Straight Man. Also er spielt das... überhaupt nicht witzig. Ja, ja, ja. Und dadurch wird es witzig. Genau, und das hat ja Frank Drebin auch gemacht. Genau, der war ja auch genau. Das war ja nicht albern oder überzogen oder so. Er hat normal gespielt. Genau, alles andere war bekloppt. Genau. Und so muss eine Komödie aufgezogen sein, dann wird es auch gut. Und ich glaube, das kann er auch. Ja, doch. Aber jetzt mal ohne Schmarrn, ne? Also,
Frohe Ostern, ja, der Götter. Wollen wir das aus Jux und Dollerei einfach mal bei hier irgendeinem Crowdfunding... Nee, nachher werden wir noch angezeigt, weil wir dafür Kokain kaufen. Reinsetzen und dann gucken, was halt zusammen... Nee, ich hab da keine Zeit zu. Was? Beim Crowdfunding? Dann setze ich das rein. Nein, ich hab keine Zeit, das zu drehen. Wann sollen wir das drehen? Wenn wir Urlaub haben. Ja, dann müssen wir uns alle 3 Monate Urlaub nehmen, alle zusammen und das dann drehen. Also ja, den Man-Man und Boy-Boy-Film. Planung würden vielleicht 2 Wochen reichen, aber auch das schaffen wir. Der Man-Man und Boy-Boy-Film wäre schnell gemacht. Der wäre so in 3 Wochenenden wäre der fertig und dann käme die Post-Production. Sex Rank? Nein, jetzt nicht. Zigarette? Ja, das ist eine. das ist eine legendäre Sache. Ja, aber das könnten wir doch euch. Ja, warum geht denn der jetzt schon wieder weg? Plant das. Weil er eine komische Prostata hat. Einmal gedroppt und wieder gestoppt. Das ist eklig. Das ist eklig. Alles ist eklig. Oh, verflucht. Dein Penis ist eklig. Ja. Allerdings. Wo ist denn der Mülleimer? Den werde ich nicht treffen. Willst du mal mit dieses Feucht? Ja, ja, genau. Okay. Du bist so abartig. Ich hab's getroffen. Ich habe mir aufgrund meines neuen Hobbys, ein Mikroskop zulegen. Ich habe jetzt so ein kleines Handmikroskop. Ja? Damit du sehen kannst, ob das Weibchen oder Männchen ist? Nein, 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 das erkennt man. In einer bestimmten Phase muss man sehen, wie weit diese kleinen Harztröpfchen sind. Da muss man die Farbe erkennen und die Konsistenz. Egal, zumindest hatte ich das Ding und ich dachte, was mache ich denn, solange ich noch nicht kontrollieren kann? Und dann lief da ein ganz kleiner Rüsselkäferchen, ne, so einen Millimeter groß. Und ich dachte, den gucke ich mir jetzt an. Hätte ich nicht tun sollen. Alter, da träumt man von. Es sieht so gruselig aus. Dieses Tier war... wie so ein Monster aus dem Film, weißt du? So schuppig, schwarz und überall kleine gelbe Punkte. Da hat es mich echt einmal so richtig geschüttelt. Dass jetzt weißt du, was deine Freundin immer sieht, wenn sie deinen Penis hat. So, ne? Ja. Ich habe mir das Ding nämlich geguckt, um den überhaupt mal zu sehen. Ich kenne ihn ja nicht mal vom Pissen. Ja, ja. Warte mal, du musst gucken, wie weit die Harztröpfchen sind, um was zu machen? Pass auf, die Harztröpfchen erkennt man zwar mit dem bloßen Auge, aber sie dürfen nicht durchsichtig sein. Sie müssen milchig und bernsteinfarben sein. Und dann, was machst du dann? Dann kann ich sie ernten, beziehungsweise trocknen. Bernstein? Also du hast das Teil, falls deine Pflanzen irgendwann mal eine gewisse Größe haben, damit man sie ernten kann. Ja, natürlich. Ah. Also, aber bis dahin ist der Weg noch lang. Genau. Lang. Lang ist doch so ein Pianospieler. Eichelkäse Blankenese. Eichelkäse Blankenese, ja, das ist gut. Oh, warum? Whitey McWhite Man. Ach, das war ein schönes Spiel. Jorgo könnte den spielen. Den Whitey White Man? Ja, wer spielt Whitey McWhiteman? Also, der hieß tatsächlich Whitey Whiteman. Ja. Whitey Weißmann. Ja, Whitey Weißmann, ja. Ja. So, können wir jetzt bitte beenden hier den Scheiß? Habt ihr mich eigentlich danach gefragt, wie ich meinen Rewatch von Stranger Things fand? Es interessiert mich einen Dreck. Hast du auch schon beantwortet? Ja, hast du beantwortet. Ja, ja, genau. Weil du mich über den Zettel so aufgeregt hast. Ja, das sowieso. Ich fand das tatsächlich richtig grandios. Hast du schon erzählt? Ich glaube, die 5. Staffel wird nicht so super. Auch wenn wir jetzt wieder 1,5 Jahre oder sowas drüber warten müssen. Ich glaube, dass in nächster Zeit gar nicht super wird. Echt. Die erste Staffel war wirklich der absolute Hammer. Deswegen habe ich die aus Amerika tatsächlich auch in dieser VHS-Edition da gekauft. Also es ist natürlich keine VHS, sondern eine DVD, aber es sieht aus wie eine VHS-Hülle, die steht da. Und das ist aber auf Englisch. Ich bin aber überzeugt davon, weil... Tom das eben meinte, es gibt 2 Sachen, die werden super, auch wenn alles andere nicht super wird. Die nächste Tom kocht und die nächste Polysemia-Folge. Das ist doch das Einzige. Wir sehen das beim John. Also ich sehe dich beim John. Während der auf dem Stuhl frisst. An mir vorbei, John. Was sagtest du? Ja, das ich habe gesagt, oder? Die nächsten Sachen, auch wenn dein Bruder meint, nichts wird gut, was jetzt rauskommt, 2 Sachen werden gut. Die nächste Tom kocht und die nächste Polysemia. Ja, auf jeden Fall.
Nein, glaube ich nicht. Und natürlich auch die 51. Torben und Torben Show. Und ja, jetzt haben wir, glaube ich, gebührend gefeiert, dass wir 15 Jahre alt sind. Bald dürfen wir uns auch ein Bier kaufen in Deutschland. Dann sind wir nämlich 16. Und jetzt müssen wir noch ein kleines Jubiläumslied singen. Also die Problematiken sind das folgende. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal in einem unserer Livestreams Gitarre gespielt haben. Also ewig her. Das ist schon ganz schön lange her, weil das ist das letzte Mal, dass ich Gitarre gespielt habe. Seitdem nicht mehr. Und seitdem ist auch hier eine der Saiten weg. Es ist, also die kleine E-Saite fehlt. Und deswegen wird das bestimmt ein Hochgenuss. Aber du kannst es kompensieren durch deinen filigranen Gitarrenspiel. Natürlich kann ich das. Was ist das hier? Achso, das ist die E-Seite. Okay. Die hängt da so runter. Hast du sie zerkloppt? Nein, das war meine Lüge. Zerrieben. Die wollte da ein bisschen drauf spielen. Da hat Ding gemacht. Einfach Ding. Und ich habe mich gefreut und sie in die Ecke gestellt. Also nicht. Und in 5 Jahren wird sie einfach sagen, hey Papa, es hat Zoom gemacht und nun bin ich schwanger. Richtig. Und Torben singt jetzt uns ein jugendfreies Lied. Und ich würde vorschlagen, jugendfrei, ohne irgendwelche Schimpfwörter zu benutzen. Schaffst du das, Torben? Nein. Komm, wir versuchen zwei. Willst du mit Dur anfangen oder mit Moll? Nein. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Viel Spaß. Ich gehe mich jetzt aufhängen. Oder Kokain nehmen, was als erstes eintritt. So, macht's gut. Kein Rap, sing. Yes. Ich finde den Knopf mal wieder nicht.